Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen Abend, 20 Uhr, 20. Juni 2019. Herzlich willkommen hier heute Abend draußen an den Boxen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr uns heute eingeschaltet habt, das interaktive Redesprachportal von Air Talk von Mensch zu Mensch. Und zu Gast ist heute der Thomas Ulbrich, bekannt als Tiger Ray. Das ist sein YouTube-Kanal, findet ihr ihn auch. Und ihr dürft heute interaktiv natürlich mitmachen. Wir haben ein sehr kompaktes Programm heute zum Thema Bildung und Wissen. Und anrufen könnt ihr uns unter der Telefonnummer aus dem österreichischen Festnetz. Das Telefon 0043 ist die Landesvorwahl Österreich, 720-518-19 und die 7. Auch der Außenchat ist geöffnet, wo ihr einsteigen könnt, und wir freuen uns auf eure Kommentare. Ja, Thomas Ulbrich ist ja schon öfters bei uns. Er ist auch bekannt als Autor und vieles. Vielleicht sagt er gleich noch ein paar schöne Sachen dazu zu sich. Ich werde mal seinen Sendetext hier vorlesen. Heute offener Wissensaustausch statt Bildung. Und er hat auch einen Link zu seinem Buch dort, http://gotoelysium.blogspot.com. Findet ihr auch unter den Artikel, den wir geschrieben haben. Einfach oben auf Artikel klicken. Wenn ihr eingeloggt seid auf dem Konto, könnt ihr auch Kommentare dort hinterlassen. Wie bildet sich lebenslange Kreativität und wie entfalten sie sich im Team, ist die Frage. Wie entwickeln wir lernpsychologisch Lust und Begeisterung und Wissen zu erlangen? In dieser Sendung erlauben wir uns Visionen für die Umwandlung von Lehrerinnen in Potenzialentfaltungscoaches anzudenken. Maria Theresa ist lange tot. Es lebe der freie Anschluss an ein weltweites Wissenssystem. Bildung und Schule muss unbedingt sofort komplett neu gedacht und gemacht werden. Das wichtigste Ziel ist, Nachrichtenkompetenz zu erlernen und zu erkennen, was ist Fake und was ist Wahrheit. Wie erlangt man Wissen ohne personelle und oder technische Unterstützung? Das derzeitige Bildungssystem ist auch einfach nicht finanzierbar. Was bedeutet es, wenn nur ein Kind die Lust am Lernen verliert? Es keine Aufgabe findet und keinen Beruf nachgehen will? Und dann lieber einen Tag mit Spielen und Alkohol füllt? Welchen Sinn hatte das und welche Folgekosten entstehen dann? Das ist ja oft nur ein Kind, sondern auch mal die halbe Klasse. Die Summen und Werte, die uns so verloren gehen, sind unermesslich. Ja, und ich begrüße ihn hier heute Abend und sage mal einen wunderschönen guten Abend, lieber Thomas Ulbrich. Thomas, ein paar Worte zu dir und dann steigen wir heute ein. Im Studio begrüße ich den Raphael, der Jenne ist auch bei uns, und die Zuhörer hier auf dem Surfer ist die Emese, der Germane, Marc Wahle ist bei uns und der Thomas Ziemer ist auch bei uns, und der Marc Wahle kommt auch schon rein. Marc, aber jetzt erstmal noch warten, lieber Marc, und wir wollen jetzt unser Sendekonzept heute Abend gerne durchziehen. Und wir geben euch immer wieder mal ein Zeitfenster, ähnlich wie beim Herrn Denk, der bei uns die Tage war. Und ich freue mich jetzt, den lieben, guten Thomas Ulbrich das Wort zu geben. Sage guten Abend zu dir, Thomas. Schön, dass du da bist. Hallo. Klaus, vielen lieben Dank für deine Initiativen, die du hier mit OKITalk machst. Das muss das Erste sein, was gesagt ist. Und dann begrüße ich euch alle. Schön, dass ihr so zahlreich an diesem Thema interessiert seid, das uns ja alle betrifft. Und Lernen und Wissen zu erlangen ist ja etwas, was das ganze Leben betrifft. Das hat ja mit Schule nur im weitesten Sinne zu tun. Und genau darum soll es heute gehen. Wie können wir es schaffen, Freude an der Kreativität zu erleben,
die in ein Team zu führen, um es zu potenzieren und dann mit Begeisterung und Lust aufs Wissen zuzugehen. Und da habe ich eben einige Ideen, einige Erfahrungen in meinem Buch, Go to Elysium Now heißt es, habe ich da auch ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet. Und so würde ich vorschlagen, dass wir beginnen mit der Ist-Situation, auch in der Sendung. Ja. Wir haben heute schon, sage ich mal, sowohl bei den Schülern als bei den Lehrern, als bei den Eltern, eine gewisse Unzufriedenheit, die wir erleben. Und da gibt es auch viele verschiedene Dinge im Kabarett oder in der Musik, in den Texten und so weiter, die das wunderbar ausdrücken. Was wir heute zusätzlich machen wollen, wir wollen nicht nur diesen Frust und die schlechte Seite betrachten, sondern die wollen wir eher am Rande und nur als Einstieg. Eigentlich versuchen wir, Lösungen zu finden, Ideen und Mut zum Experiment aufzubauen. Eine Pionierstimmung brauchen wir, wenn wir wirklich etwas verändern möchten. Und die Kinder wollen das. Das weiß ich. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen mal mit so einem Kabarettisten an, wie der das Ganze sieht. Stefan Unser heißt er. Und es ist ein Vortrag von 6 Minuten. Dankeschön. Das wird jetzt ein Bildungsblock. Ich bleibe beim Thema. Ich arbeite in einer großen Bildungseinrichtung. Da sind viele junge Menschen. Denen kann man da beim Bilden zugucken, also beim gebildet werden. Das ist ein bisschen, als würde man jemanden beim Sterben zusehen. Ich glaube nämlich, der Satz, ist das prüfungsrelevant? Das ist einer der letzten Sätze, bevor ein junger, frischer Geist in diesem Bildungssystem verstirbt. Ein Text über Bildung. Ein Text braucht Geist und Inspiration. Ich bedanke mich bei dem unbekannten Studenten, der mit seinen Kommilitonen durch die Karlsruher Innenstadt zog und mir diese Inspiration entgegenschrie. Er streckte die Arme gen Himmel und rief: Ich bin jetzt Akademiker, ihr Wichser! Das ist die konkreteste Beschreibung von persönlichem Bildungserfolg, die ich jemals vernahm. Aber Bildung, was ist das? Ist Bildung tatsächlich die Formung eines Menschen im Hinblick auf sein Menschsein, seine geistigen Fähigkeiten? Oder ist Bildung nur noch das Mittel, in dieser Gesellschaft etwas zu sein, zum Beispiel Akademiker, ihr Wichser? Wer wissen will, wie Bildung funktioniert, der kann das nachlesen. Dafür gibt es Beispiele, dafür gibt es Bildungspläne. Kleines Beispiel, Zitat. Die Schülerinnen und Schüler können aufgrund ihres soziokulturellen Orientierungswissens sowie ihres Wissens um Ziel kulturelle Kommunikationskonventionen in vertrauten, direkten und medial vermittelten Kommunikationssituationen kulturell angemessen agieren. Ein Satz aus der Arbeitsfassung des Bildungsplans Baden-Württemberg, Hauptschule Englisch. Bevor ich im Alter von 15 Jahren meine erste Berufsausbildung begann, habe ich 9 Jahre eine Grund- und Hauptschule besucht. Ich bin Hauptschule. Und wenn wir Hauptschulen in englischer Sprache aufgrund unseres soziokulturellen Orientierungswissens sowie unseres Wissens um Ziel kulturelle Kommunikationskonventionen in vertrauten, direkten und medial vermittelten Kommunikationssituationen kulturell angemessen agieren, dann benutzen wir dabei die Vokabeln Motherfucker, Bullshit und Bitch. Und dafür brauchen wir weder einen Bildungsplan noch einen Englischlehrer, weil das lernen wir im Kindergarten, das schwöre ich. Und wer für Hauptschulen solche Bildungspläne erstellt, der hat eins an der Waffel. Der hat einen Bildungsschaden. Der hat die Kontrolle über seinen Intellekt verloren, das schwöre ich nochmal. Als mich mein Sohn einmal fragte, Papa, warum muss ich das lernen? Das brauche ich doch meinem ganzen Leben nie wieder. Da sagte ich zu ihm, richtig, seit über 30 Jahren frage ich bei Klassentreffen random irgendwelche Typen, mit denen ich mal auf der Schulbank saß, ey, hast mal wieder so ein lineares Gleichungssystem mit 3 Unbekannten gebraucht? Binomische Formeln, ein Genitivobjekt, die Antwort lautet nein, das brauchst du nie wieder. Mein Junge, du lernst nicht fürs Leben, du lernst auch nicht für die Schule.
Du lernst für den Erwerb papierförmiger Gescheitheitsbelege. Du lernst um die Hoffnungen, Sorgen und Ängste deiner Eltern. Solange bis diese Hoffnungen, Sorgen und Ängste deine eigenen sind. Man bringt dir bei, was du wissen musst und wie du es wissen musst. Und selten warum. Man bringt dir bei, was falsch und was richtig ist. Als ich jung war, da gab es in diesem Land eine Mauer. Und man hat uns beigebracht, auf unserer Seite der Mauer, das sind die Guten und Gerechten. Und auf der anderen Seite der Mauer, das sind die Bösen und Schlechten. Und auf der anderen Seite der Mauer, da wussten die genau das Gleiche. Als ich das begriffen hatte, da musste ich erstmal drüber nachdenken, wie Bildung und Wissen entsteht, wie Wissen funktioniert. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, um den Verhaltensforscher Harry Harlow, hat in den 60er Jahren einmal 5 Affen in einen Käfig gesetzt. In die Mitte des Käfigs eine Leiter mit Bananen drauf. Immer wenn ein Affe versuchte, die Leiter hochzugehen, um an die Bananen zu kommen, wurden die anderen Affen mit kaltem Wasser abgespritzt. Daraufhin wurde jeder Affe, der Anstalten machte, die Leiter hochzugehen, von den anderen Affen verprügelt. Kein Affe traute sich mehr. Dann wurde ein Affe ausgetauscht. Beim Versuch, die Leiter hochzugehen, bezog er hart Prügel. Er wusste nicht, warum. Dann wurde ein zweiter Affe ausgetauscht. Das Ganze wiederholte sich. Der zuerst eingewechselte Affe prügelte mit. Nach und nach wurden alle Affen ausgetauscht, bis sich in diesem Käfig 5 Affen befanden, die, obwohl sie noch nie mit kaltem Wasser bespritzt wurden, jeden Affen verprügelten, der Anstalten machte, die Leiter hochzugehen. Was ich damit sagen will, es ist so einfach. Intelligente Lebewesen zu konditionieren, in Verhaltensweisen Wissen und Werte zu vermitteln. Aber was nutzt es, wenn du die Existenz von Mauern erklären und begründen kannst, aber nicht in der Lage bist, diese Mauern in Frage zu stellen? Oder wenn du das Problem mit der Leiter und dem Problem und der Bananen erkennst, das aber nicht lösen kannst, obwohl man dir beigebracht hat, Begriffe wie Problemmanagement, Sozial- und Kommunikationskompetenz vorwärts und rückwärts zu buchstabieren. Dem unbekannten Studenten 2 Sätze. Ein von Sokrates. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und ein von mir. Erzähle den anderen Menschen nicht, wer oder was du bist. Die werden das selbst erkennen, wenn es ihnen etwas bedeutet. Dankeschön. Dankeschön, Stefan. Ja, danke schön für den Einspieler und danke schön an natürlich Thomas Ulbricht. Thomas, dein Mikrofon. Danke schön, Stefan. Ja, möchte ich auch noch sagen. Und danke schön, Klaus. Also wir haben jetzt gelernt, wie die Konditionierung vor sich geht. Also lernen heißt in der Psychologie konditionieren. Und da gibt es verschiedenste Wege. Und da will ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Ich habe mal überlegt, ob ich nicht Psychologie studieren soll und habe eine Vorlesung beim Professor Herkner besucht. Das war Thema Lernpsychologie. Und ich habe damals als Vertriebstrainer gearbeitet, also erfolgreicher Kundendienst war das Thema und war natürlich am Thema Lernen sehr interessiert. Und so habe ich dann voller Spannung nach dem Nachtdienst, damals habe ich bei der ÖBB gearbeitet als Fahrdienstleiter, nach dem Nachtdienst bin ich dorthin auf die Universität und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich habe mich in einem Saal wiedergefunden, war ungefähr 300 Leute drin, schätze ich mal, ja. Also ohne Klimaanlage, es war im Sommer und also ja, man kann sich ungefähr vorstellen. Und das ging so ein bisschen bergab und da ganz unten irgendwo war ein kleines Männchen, der Herkner, und der hat ohne Mikrofon und ohne sonst irgendetwas da unten über Lernpsychologie referiert. Ohne irgendein Overhead-Projektor, ohne geschweige denn Film oder sonst irgendwas oder vielleicht große Bilder oder das war also meine einzige Vorlesung auf der Universität. Dann habe ich mir überlegt und habe mir gedacht, also wer so über Lernpsychologie spricht in Zeiten, wo es bereits ja damals Diaprojektoren und Filmgeräte und so große Bildschirme wie heute haben wir noch nicht gehabt, aber es waren schon sehr viele Möglichkeiten. Mikrofone hat es schon gegeben, Lautsprecher und so weiter. Und diese Geschichte
habe ich einfach in mir getragen und dann musste ich immer wieder zurückdenken, ja, an meinen Direktor in der Hegelgasse in der 7. Klasse, die meine letzte war. Der kam eines Tages in die Klasse gerannt und hat auf die Tafel geschrieben, who can does? Also, wer kann, der macht. Dann hat er geschrieben, who cannot teaches? Also, wer nichts kann, der lehrt halt. Ja. And who cannot even teach, teaches teachers. Also, wer auch nicht unterrichten kann, der soll halt den Lehrern was erklären. Und dann hat er sich fürchterlich abgehauen. Ja, also, Verzeihung, abgehauen wird man vielleicht in Norddeutschland nicht ganz verstehen. Er hat sehr laut gelacht. Und wir waren also völlig verblüfft, weil das ja eigentlich seine Rolle war an der Schule. Ja. War mein Lateinlehrer damals. Also, diese Situation, wie sie jetzt momentan ist, kann man ja wirklich, so wie es der Stefan Unser jetzt sehr schön präsentiert hat, sagen, ist veränderungswürdig. Ich glaube, da können wir jetzt in einen Konsens treten und vielleicht finden wir da mehr, die meinen, es wäre vielleicht an der Zeit, Pioniergeister zu entwickeln. Wir haben eine Entwicklungsgeschwindigkeit in den letzten 20, 30 Jahren, wie sie noch nie da war. Ja. Die ganze Automatisierung, was wir hier tun, Live-Radio, nur ein kleines Beispiel von Tausenden. Und diese, also Live-Radio in der Interaktion, ich muss das noch ein bisschen ausbauen, ja. Und diese Geschwindigkeit, die hat sich auf die Schule noch nicht übertragen. Ja? Also wir haben da unterschiedliche Geschwindigkeiten in dem, was das Leben ist und in dem, was die Schule schafft. Man weiß nicht so genau, also was bewegt sich schneller? Ist es die katholische Kirche oder ist es die Schule? Und aus diesem Grund habe ich eine Vision, die ich gerne mit euch jetzt teilen möchte. Und zwar ist es eine offene Wissensplattform, also die Möglichkeit, allen an den Wissenssystemen die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben. Also von jung bis alt, von dumm bis gescheit und so weiter. Ja? Und das Ganze sollte auf freiwilliger Basis passieren. Das heißt also, wenn wir jetzt an die klassische Schule denken, wir haben irgendwo ein Gebäude zur Verfügung mit unglaublich vielen Demonstrationssachen und. Dann kann ich ja dort ein offenes Angebot offerieren. Ich kann sagen, heute macht der das und dort ist das und da kann man sich darüber informieren. Und jeder, der Interesse hat, kann daran teilnehmen, wenn er will. Dann sieht man ja eh, wo kommen mehr, wo kommen weniger, denen kann man größere Räume zuweisen, kleinere, das ergibt sich ja dann in der Erfahrung. Gleichzeitig kann man all diese Veranstaltungen heute, so wie wir jetzt Live-Radio machen, streamen, zum Beispiel über YouTube, und so das allen anderen auch zugänglich machen auf der Welt. Die können auch an dem Programm teilhaben. Und so kristallisiert sich dann ja recht schnell heraus, wer hat mehr und wer hat weniger Zuseher. Wer hat mehr Abonnenten und wer hat weniger Abonnenten. Und welche Themen interessieren die Leute mehr und wofür wollen sie sich begeistern lassen. Also so mal grundsätzlich zum Thema Schule. Die ganzen anderen Dinge, die sich daraus aber natürlich ergeben, dann Prüfungen, ja oder nein, Befähigungsnachweise, Titel und so, braucht man das alles überhaupt und ja, wie schafft man das, dass das Bildungssystem für alle gleich zugänglich ist und nicht nur für die Reichen in Harvard und in Oxford und so weiter. Also da gibt es unglaublich viele Themen, die man dann daraus entwickeln muss. Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig wäre, diese Freiheit loszulassen. Also ich habe meine Kinder auch nicht in die Schule geschickt, mal die ersten Jahre. Und die haben trotzdem Lesen und Schreiben gelernt, ja, einfach weil ich gekonnt habe. Und anderen Ziele, die in der Schule verfolgt werden, ja, ich meine, ich weiß nicht, das ist halt das, was der Staat braucht. Der Staat bezahlt, also der braucht halt irgendwie Leute, die lesen können, damit die Gesetze dann umgesetzt werden können und die müssen rechnen können, damit sie die Steuern bezahlen können und die müssen gehorchen, damit sie beim Bundesheer funktionieren. Und ich glaube, diese Dinge umzudrehen, vielleicht wäre in der Schule auch ein anderer Fachbegriff interessant, ja, dass man sagt, neue Fächer, zum Beispiel
Der persönliche Ausdruck als Fach. Wie drücke ich mich aus? Mit der Sprache, mit dem Körper, mit Zusatzmöglichkeiten, mit Medien und wäre ein schönes Fach. Ausdruck, persönlicher Ausdruck. Oder ein anderes schönes Fach wäre Selbstwahrnehmung. Wie geht's mir? Was spürt sich gut an? Was schlecht? Wo zwickt der Körper? Was kann ich da tun? Und so weiter. Wo zwickt's im Hirn? Dann Gedanken und Gefühle der anderen wahrnehmen, wäre auch ein schönes Fach. Ne? Mal zu spüren, ja, wie geht's denn meinen Nachbarn, wie geht's denn meiner Frau, wie geht's denn meine Kinder oder wie geht's mein Mann. Also diese Konditionierungen, wie wir es vorher gehört haben mit den Affen, ja, das ist ja das, was das Schwierige ist, dieses Umstellen auf einen neuen Weg. Weil wir haben ja was gelernt mal, ne? Und um jetzt was Neues zu lernen, müssen wir einmal das Alte verlernen. Und wenn das aber mal konditioniert ist, sozusagen im Rückenmark ist und gar nicht mehr im Gehirn, dann wird das eine sehr, sehr große Aufgabe, wo wir sicherlich auch scheitern werden. Aber wir haben gerade in der Schule eben das Thema, Fehler werden rot angezeichnet, also Fehler vermeiden. Und das ist der schlicht blödeste Gedanke für die Konditionierung. Weil wir müssen aus den Fehlern lernen und nicht versuchen, sie zu vermeiden. Und genau da könnte man doch mal die alten Fächer irgendwie als Fehler erkennen und neue Fächer andenken. Müssen ja nicht die sein, die ich da jetzt sage, kann man ja drüber diskutieren. All das in der ganzen Sendung hier heute ist nur eine Anregung, etwas, um selbst auf neue Ideen zu kommen, vielleicht, das wäre das Schönste. Also, weitere neue Fächer. Wir könnten zum Beispiel sagen, Konzentration und Intuition als Fach. Meditation vielleicht sogar. Ein ganz wichtiges Fach, was vielleicht die einzige Aufgabe der Schule aus meiner Sicht ist, Fake und Wahrheit zu unterscheiden, Nachrichtenkompetenz zu entwickeln. Ja, dann wäre vielleicht noch ein schönes Fach so, Organisation und Teambildung. Wie schaffen wir es, in diesen Potenzialeffekt hineinzukommen? Weil es ist nicht so, 1 und 1 ist 2, das ist im Rechnen richtig, aber bei den Menschen, wenn man an einem Projekt arbeitet, ist 1 und 1 mehr als 2. Und 3 und 4 und 5 ist noch viel, 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 viel mehr als vorher. Und umso größer die Gruppen werden, die an einem Strang ziehen. Und es geht immer wieder um eben von einem aus. Und in irgendeiner Art und Weise hineinzukommen in diese Energie des Tuns und andere unterstützen, da möchte ich eben heute meinen Beitrag dazu geben. Und diese Verzweiflung, die ist nicht neu, ne? Die kennen wir schon länger. Also Falco hat da zum Beispiel ein wunderschönes Lied geschrieben, Jenny. Und das drückt genau das aus, ja? Was da entsteht, diese Verzweiflung da im Wald. Und sein Schluss daraus ist aber, there is someone who needs you. Also es gibt immer wen, der dich braucht. Hören wir uns mal Falco an. Ja, danke. Und wir sind wieder zurück. Ja, kurz zur Meldung wollte ich nur sagen. Ja, Peter, Thomas, Ulbricht, bitte, dein Mikrofon. Danke, Klaus. Jetzt sehe ich da nichts mehr. Wieso sehe ich da nichts mehr? Okay. Es sind neue Leute hinzugekommen. Freut mich sehr. Also, wir können gerne auf Fragen eingehen. Ne? Das ist jederzeit möglich. Ja, wir begrüßen hier Raphael, den Armin, der ist hinzugekommen, Jenne und der Marc Wahle heute Abend. Wer ist denn am Mikrofon und mag sich jetzt schon einbringen zum Thema? Mal kurz flackern mit dem Mikrofon. Und da ist der Armin da und sage guten Abend, Armin. Grüß euch miteinander. Sehr, sehr spannendes Thema. Es ist wichtig, wenn man die Welt verändern will, dass man eben das Schulsystem ändert, damit die Menschen endlich mal freidenken und nicht mehr so in diesen Kisten. Und bezüglich der Schule, da gibt es ja diese
ich glaube, Sitchin-Schulen heißen die in Russland, nagelt mich jetzt fest auf den Namen, der ja hier mit den Kindern, die ja, also da ist dann Altersunterschied, ist es da nicht so das Wichtige, sondern die arbeiten projektbezogen. Und gerade im Projektbezogenen finde ich, ist es ja sehr, sehr interessant, weil man braucht ja für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel, um mal zum Sagen, wie baue ich ein Boot oder wie baue ich ein Haus oder eine Hütte oder irgendwas, da brauche ich ja umfangreiches Wissen, da brauche ich also Mathematik, da brauche ich Geometrie, da muss ich ein bisschen was wissen über Statik und so weiter. Und wenn das in einem bestimmten Projekt dann eben gebraucht wird, dann lernt man das viel, viel leichter, wie wenn das einfach nur so stur in der Schule am Tisch ist und man eben keinen direkten Bezug dazu hat. So ist mein Ansatz. Ja, es ist sehr, sehr schön, keine Frage. Das geht schon jetzt in die Richtung hinein, Lösungen zu suchen, zu finden. Das ist, ich kenne das Projekt, das wird hier in Österreich als Kohle betreut, ne? Von der Alexandra Terzisch-Auer, glaube ich, heißt sie. Gaia Energy Org. Dort gibt es da mehr Informationen über diese russische Art und Weise. Also da gibt es dann noch mehr. Ich möchte dann auch später auf andere Sachen eingehen, ohne jetzt da irgendwie werten zu wollen. Die Quintessenz aus meiner Sicht ist eben, wie du es so auch richtig gesagt hast, das Projekt, ja. Was will ich? Ja? Wofür will ich mich vorbereiten? Darum geht's. Und als Kind ist das eine Frage, die ist unlösbar. Ich habe die meinen Kindern sicher schon tausendmal gestellt. Ja, was willst du machen in deinem Leben? Ne, sie können es schon immer mehr hören, aber irgendwie halten sie es doch aus, dass ich sie immer wieder frage. Und es kristallisieren sich dann schon halt irgendwelche Dinge, die man mehr als Talent sieht und welche, die man weniger als Talent sieht. Und wenn man über diese dann zu sprechen beginnt, kann sich das ja entwickeln. Aber das ist eigentlich die Kernfrage. Nochmal, wofür wollen wir uns vorbereiten? Also wozu das Ganze eigentlich? Und nicht nur, um den Staat Ruhe zu geben oder ne, sich selbst zu erhalten. Und da bin ich aber jetzt schon wieder ein bisschen im Alten drin. Ich möchte irgendwie das Alte abschließen, ja. Also Human Resources, das ist also ein Begriff, der sträuben sich mir alle Nackenhaare, ja. Es ist unfassbar, wie man menschliche Leistung in Geld umrechnen kann. Neugier. Neugier ist einfach ein trauriges Wort mit der Gier drinnen, ja. Also mir gefällt Begeisterung für etwas oder so, oder Lust, etwas zu wissen, viel, viel besser als dieses Wort Neugier. Das geben wir auch alt, würde ich vorschlagen. Also, wie er halt meint, aber okay. Dann, was natürlich schon Thema ist jetzt, wir haben diese Kinderarbeit gehabt. Haben wir auch heute noch einen Bauernhof, ist ganz normal, dass die Kinder mitarbeiten, ja, oder in anderen Ländern überhaupt und sowieso. Das sind so Themen, die da leicht dann als irgendwie Kontra- und Gegenargument zu dem, was ich jetzt sage, kommen können. Natürlich, Kinderarbeit ist nicht in Ordnung. Die Kinder können mithelfen, solange es freut, und wenn es nicht mehr freut, dann sollen sie es anders tun und sich darauf vorbereiten für das, was sie wollen. Das ist die Aufgabe der Kinder, keine Frage. Und das finde ich auch gut, dass das verfolgt wird. Dann, was aber weiters als alter Begriff, diese gute Schulidee, ne, die sich ja aus Kinderarbeit und aus Bildung und aus Chancengleichheit und aus Sozialismus oder wie auch immer entwickelt hat, diese gute Schulidee, die dürfen wir ruhig mal in Frage stellen. Ja? Das wollen wir auch zu alte Begriffe geben. Bitte, bitte, lasst mal das durchgehen. Dann, was ich vorher schon angesprochen habe, diese exklusiven Rechte für gute Bildung von reichen Kindern oder reicher Kinderleute, ja, so das irgendwie aufzulösen und für alle alles zugänglich zu machen, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Und dann habe ich hier noch notiert, Schüler zu Objekten zu degradieren, ja, zu einem Objekt 20, 25, wie viel brauche ich, um Geld zu verdienen? Das ist auch keine gute Idee. Die dürfen wir uns auch in Frage stellen. Also
Ich habe zu meinen Kindern immer wieder gesagt, ja, eigentlich Lehrer und so, schreibt man das mit Doppel-E und sonst würde ja Voller heißen oder Wisser oder so irgendwie. Aber Lehrer und Lehrer, es hängt schon stark zusammen, ob man jetzt H reinfügt oder ein E statt ein H. Es ist eigentlich schon dasselbe Wort. Also es muss da irgendeine Verwandtschaft geben, offenbar. Und ja, Direktor Abraham von der Egelgasse, das ich vorher erzählt habe, hat das ja ein bisschen bestätigt. Also, Potenzialentfaltungscoaches zu entwickeln statt Lehrer, das habe ich geschrieben in den Text. Und um das irgendwie voranzubringen, habe ich ein Interview von einem Philosophen und von einem Hirnforscher heute vorbereitet. Und zwar ist das Richard David Precht, der Philosoph, und Gerald Hüther, der Hirnforscher. Und die haben sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema Bildung und Schule und Lernen. Und so wollen wir heute da in der Sendung immer wiederum diese beiden Herren um ihren Rat bitten. Und um sie mal kennenzulernen, bitte ich Klaus, dass du mal dieses Interview einspielst. Kinder, die heute eingeschult werden, gehen im Jahr 2070 in Rente. Weit in der Zukunft. Wir aber überhäufen sie mit einem Wissen, das aus der Vergangenheit stammt. An unseren Schulen werden die Kinder von den falschen Leuten nach den falschen Methoden in den falschen Dingen unterrichtet. Vergesst unser völlig veraltetes Schulsystem, sagt der Hirnforscher Gerald Hüther. Guten Abend, Herr Hüther. Schönen guten Abend. Herr Hüther, ein Kind, das Abitur macht, hat auf diesem Weg 100.000 Stunden Schulunterricht erlebt, erduldet, erlitten. Wenn man sich anschließend die Frage stellt, was sind von diesen 100.000 Stunden eigentlich übrig geblieben, dann wird das Ergebnis vermutlich ziemlich vernichtend ausfallen. Schon ein Erwachsener, der später mal die Aufgabe hat zu sagen, was hat er eigentlich in seinen Abiturklausuren geschrieben, was hat er im 8. Schuljahr gelernt, der wird feststellen, dass der größte Teil des Wissens, den die Schule ihm vermittelt hat, wieder in Vergessenheit geraten ist. Ist das nicht ein unglaublich ineffizientes System? Ist es nicht so, dass, wenn die Schule ein Wirtschaftsunternehmen wäre, sie längst pleite wäre? Und ist es nicht so, als wenn die Schule eine Gesellschaftsform wäre, diese Gesellschaft längst zusammengebrochen wäre, zerstört durch den Widerstand ihrer Bürger, die sich das nicht länger gefallen lassen? Ist Bildung am Ende das, was übrig bleibt, wenn man alles das, was man in der Schule gelernt hat, wieder vergessen hat? Das ist wirklich eine Katastrophe. Und die Zukunft eines Landes hängt davon ab, wie gut es dieser Gesellschaft gelingt, die Kinder auf diese Zukunft vorzubereiten. Und unsere gegenwärtige Welt hat sich verwandelt. Unser Schulsystem ist in einer Zeit entstanden, die gibt es nicht mehr. Und wenn es uns nicht gelingt, dieses Schulsystem so zu transformieren, dass Kinder aus dieser Schule herauskommen, die ihre Lust am Lernen und ihre Begeisterungsfähigkeit nicht, wie das gegenwärtig der Fall ist, schon verloren haben, dann wird es unser Land in Zukunft auch nicht mehr geben. Das heißt, hier hängt viel mehr dran als einfach nur eine Diskussion über Schule. Hier geht es um die Zukunft einer Gesellschaft. Das heißt also, entweder wird es unsere Gesellschaft in 10 Jahren nicht mehr geben oder es wird die Schulen, wie sie bisher funktionieren, in 10 Jahren nicht mehr geben. Und ich bin ziemlich sicher, dass es in 6 Jahren Schulen, so wie wir sie kennen, nicht mehr geben wird. Weil das System marode ist, weil die falschen Leute nach den falschen Methoden unsere Kinder in den falschen Dingen unterrichten? Weil wir es uns nicht leisten können. Das wichtigste Potenzial, was wir haben, das ist diese Kreativität, die Entdeckerfreude, die Begeisterung, die Lust am Lernen von Kindern länger zu vergeuden. Das kann doch nicht sein, dass genau der Ort, wo man auf das Leben vorbereitet werden soll, wo man all das lernen soll, was man im Leben später mal braucht, dass man genau an dem Ort die Lust am Lernen verliert. Und die Lust. Vielen Dank, Klaus. Ja, also jetzt haben wir nochmal eine Zusammenfassung aus einer anderen Sicht gehört.
Und das ist sehr, sehr spannend, weil die beiden dann anregen, was man denn nicht alles tun könnten. Und auch die Kinder sind so weit, dass sie da durchaus offen sind dafür, ja, und ja, setzen das auch sehr kreativ um. Also da habe ich dann jetzt gleich dann noch ein Lied vorbereitet von Kindern. Und dann sehen wir ja auch Kinder auf der Straße am Freitag und so, die denken, schauen wir mal, was in der Zukunft mit unserem Planeten passiert, ist ein bisschen wichtiger, als da in die Schule zu sitzen. Und diese Leute zu unterstützen, wie auch immer, oder auch natürlich die Gelbwesten möchte ich erwähnen, die ja unglaublich beharrlich, wirklich, also weltweit zum Ausdruck bringen, wir haben das neue Fachausdruck schon irgendwo zumindest erahnt, dass sie Veränderungen wollen, dass sie irgendetwas anders wollen, dass sie mehr Gerechtigkeit wollen, die Ressourcen dieses Planeten gerechter und sinnvoller verteilt haben wollen. Aber jetzt zurück zu den Kindern vielleicht, denn nämlich Kinder haben auch Gefühle und oft noch einen viel besseren Zugang wie dann abgestumpfte Erzogene, sage ich jetzt mal. Und da möchte ich euch ein Lied vorspielen, das einige Kinder gemacht haben, die das wirklich ganz, ganz wunderschön klar und schön zeigen. Interessanterweise sind das Zugewanderte. VDSIS Kids heißt die Gruppe. Das wollte ich gerne noch erwähnen. Ja, ist erwähnenswert. Kinder mit Gefühlen. Und genau darum geht's. Mit Gefühlen, mit Gedanken, mit Wünschen und mit Sehnsüchten. Und um diese Kinder, die volles Potenzial in sich haben, volle Energie, volles Prana, alle Kraft der Welt, auf Prozessen zu begleiten, um in die Welt hineinzufinden, das ist die Aufgabe von Lehrern oder Potenzialentfaltungscoaches, wie ich es gerne nennen möchte. Sie sind also nicht das Wissen selbst, wie es uns oft transportiert wird, sondern sie sind Vermittler des Wissens. Und sie sind die, die auch ihr eigenes Wissen und ihre eigenen Erfahrungen in Frage stellen dürfen. Lernen, verlernen und neu lernen, wie ich es vorher gesagt habe. Weil auch wenn sie es in der Schule gelernt haben, kann es vielleicht sein, dass es aus einem anderen Blickwinkel gesehen doch ganz anders ist. Das dürfen wir ja doch auch selbst immer wieder erleben. Und Lehrer sind doch auch Menschen. Also dürfen sie das verstehen lernen, dass manchmal vielleicht sogar das Kind, dem sie es gerade erklären, einen Blickwinkel hat, der wertvoller ist wie der eigene. Und es gibt dann vielleicht viele Leute, die haben das längst erkannt und das ist Schnee von vorgestern, was wir da alles bis jetzt geredet haben, und haben sich engagiert. Und da gibt es also viele Dinge, die heute schon laufen und die absolut Positives tun. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr, hat vorher schon diese russischen Ansätze erwähnt. Es gibt da noch ganz andere. Und wenn wir da jetzt schon bei dem Thema sind, möchte ich gern einige davon erwähnen. Also ich selbst habe meine Kinder mit Klonlara am Anfang konfrontiert und unterrichtet. Das ist eine Freilernerschule in Amerika. Und die Chandra Montgomery, also die Tochter von der Pat Montgomery, die die Schule gegründet hat, leitet diese Schule und die bietet ein weltweites Programm für Homeschooling an. Also ähnlich schon in die Richtung, wie ich vorher dieses Bild von einer offenen Schule gezeichnet habe, wo einfach Themen angeboten werden und die kann man dann annehmen oder nicht. Und es gibt auch sowas wie einen Lehrplan und Betreuung, wo man dann so Rückblicke macht und halt sich was für die nächste Zeit vornimmt. Also klonlara.org, das ist sicherlich sehr erwähnenswert. Ja, was es gibt, jede Menge Selbstlernprogramme mittlerweile im Netz. Rosetta Stone zum Beispiel ist ausgezeichnet, das habe ich also in Englisch meinen Kindern gegeben. Ich habe also Englisch überhaupt einen großen
Schwerpunkt gesetzt. Ja, da habe ich eben Rosetta Stone bezahlt. Also das ist nicht kostenlos, ja. Und dann habe ich sie in Helen Doran geschickt. Helen Doran ist eine Britin, die so weltweit oder halt in vielen Ländern Early English for Children und machen so Spiele und so und alles mit Native Speaker und einmal in der Woche sind sie da immer hin. Das war sehr, sehr gut, weil das ein komplett strukturiertes Programm ist und das haben sie geliebt. Und Englisch habe ich dann auch noch Helper immer eingeladen. Also da gibt es so Plattformen Help Exchange und Woofer. Und da kommen dann aus der ganzen Welt, also aus Amerika, aus Kanada, aus Neuseeland, aus Australien, welche da, aus Frankreich. Also von überall, ja, aus Litauen haben wir ganz eine Liebe da gehabt und kommen die dann und reden Englisch und sind zu 80% Native English Speaker. Und so haben also meine Kinder ein Englisch, wo sie, wenn sie mit Amis oder mit Briten reden, ja, wo die nicht glauben, dass es nicht ihre Muttersprache ist. Thomas? Ja? Der Armin wollte was sagen. Stört das oder passt es? Vielleicht lasse ich noch die Einzelnen, die ich gerne erwähnen will, jetzt einfach kurz erwähnen und dass man dann... Ist okay? Gerne, gerne. Armin, noch ein bisschen Geduld. Ja, also es gibt dann noch ein anderes wunderschönes Programm im Internet. Sofatutor nennt sich das. Ja, sofatutor.com ist auch nicht kostenlos, aber da sind auch sehr, sehr viele Inhalte. Dann für höhere Studien gibt es in Kanada eine Open University. Ja, das ist also so, dass man alles übers Internet machen kann und muss dann nur einmal zum Diplom nach Kanada zur Prüfung. Also das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache, die ich für später verfolgt habe. Und das ist Open University in Kanada nennt sich. Das findet man ganz leicht. Ja, und dann möchte ich auch erwähnen, natürlich diese Montessori-Initiativen und so weiter. Das ist alles in diese Richtung und alles sehr, sehr hilfreich, dieses Thema voranzutreiben. Den Markhof in Wien möchte ich gerne erwähnen. Das ist also Markhofgasse, ne? Deswegen Markhof im dritten Bezirk. Das ist wirklich eine ganz tolle Initiative, die mir erscheint, unterstützungswürdig zu sein. Oder die LAIS-Schule, L-A-I-S, das ist natürlich Lernen, das ist in Kärnten, in Klagenfurt, glaube ich. Also wir sehen, es gibt auch da im Waldviertel eine da, da war ja mal, weiß ich jetzt den Namen. Wings. Vielen Dank. War schon bei OK Talk, deswegen weiß ich das. Das ist die Genia Lacay. Also man sieht, es ist da richtig Bewegung und die Zeit ist reif. Und wenn der Gerald Hütter sich sagt, in 6 Jahren ist das alles anders, dann ist das schon eine mutige Ansage, ja. Und verspricht wirklich, dass wir Hoffnung haben können. Und wenn sich das Ganze übers Geld ergibt, dass wir uns das einfach nicht mehr leisten können, ist dann eigentlich schon Tempo mal zu erwarten. Insofern haben wir allen Grund, wirklich uns darauf zu freuen und positiv in die Zukunft zu blicken. Und einen Menschen gibt es, der hat Bücher auch geschrieben und war auch schon bei OK Talk, habe ich heute schon gelernt. Und zwar heißt der André Stern. Und der hat auch dann Abitur gemacht, ebenso über das Prüfungssystem, so wie man es ja in Österreich alles tun kann. Ja, meine Kinder haben ja dann auch jedes Jahr einmal zur Prüfung müssen, damit sie dann haben so ein Zeugnis kriegt. Ganz normal, als wären sie das ganze Zeit da gewesen. Ja? Also ein Jahr Schule in Österreich kann man durchaus in 1,5 Stunden erledigen. Und also zumindest jetzt, wir müssen schon ein bisschen unterscheiden, welche Fortschritte, ja, also wenigstens die Volksschule, ja. Das ist völlig unnötig, dorthin zu gehen. Alles andere dann, naja, ich weiß nicht, ja, es wird unterschiedlich sein. Da werden die Prüfungen natürlich dann schon schwieriger. Und wenn sie dann schon die Entscheidung getroffen haben, ja, was will ich denn? Wofür will ich mich vorbereiten? Und so in höhere Schulen, das heißt dann HTL oder Universitäten oder solche Dinge natürlich. Aber dort geht's ja eh zur Sache. Da hat sich ja eh Unglaubliches getan und die sind auch am Puls der Wirtschaft und das sind auch oft Wisser, ja, das sind Leute aus der Wirtschaft, das sind Leute, die direkt arbeiten mit dem Zeug, das sind keine Lehrer. Und manche natürlich schon auch wieder, aber da ist das dann so eine Mischung. Also man muss da schon irgendwo jeder seinen eigenen Weg finden und es sind nicht alle gleich und auch nicht
alle Argumente für jedes Alter sinnvoll. Aber fragen wir mal den André Stern, was er meint zu seinem neuen Buch. Und da beginnen wir aber bei Minute 1. Okay, weil die Einführung ist ein bisschen langwierig. Und André Stern hat also die Chance eben von seinem Vater erhalten, auch, ne? Auch zu Hause sich frei zu entwickeln. Und ist nie einen Tag in die Schule gegangen, hat dann aber schon noch mit Matura abgeschlossen und heute lebt er eigentlich davon, dieses Wissen und diese Erfahrung weiterzugeben. Und es ist ein ganz, ganz spannender, lieber Mensch. Weise schlecht in all den Fächern, die mich nicht begeistern. Und als ich das festgestellt hatte, habe ich große Lust gehabt, über diese unsere Veranlagung zur Begeisterung zu schreiben. Denn die Begeisterung, die haben wir in uns. Das ist diese unglaubliche Energie, die die Kinder bei der Geburt in sich haben. Das ist diese unglaubliche Energie, die wir ganz genau kennen, wenn uns etwas begeistert. Das ist diese Energie, die uns ermöglicht, Berge zu versetzen. Die macht uns fähig, Dinge zu erreichen, die wir sonst niemals erreichen könnten. Diese Energie, die ist in uns. Aber eben, wir überdecken sie, es hängen schwere Vorhänge vor dieser in uns wartenden Begeisterung, diese Begeisterung, die in uns die Genialität weckt. Diese Begeisterung, die ja angeboren ist, naja, die leidet sehr darunter, dass wir eben alles persönlich nehmen, weil wir es vom Anfang an daran gewohnt sind, dass man uns für eine schlechte Person betrachtet oder mindestens darstellt. Das fängt früh an im Leben, dass man uns das Gefühl gibt, dass man uns mehr lieben würde, wenn wir dieser Vorlage oder dieser Erwartung entsprechen würden. Das passiert jungen Kindern, wenn ihre Eltern oft genug die Frage gehört haben, oh, schläft das Kind durch? Das sieht so aus wie eine harmlose Frage, aber harmlos ist sie nicht. Denn die Eltern, die diese Frage gehört haben, die können nicht anders. Das nächste Mal, wo sie ihrem Kind begegnen, erst ihrem Kind das Gefühl zu geben, natürlich im nonverbalen Bereich der Sprache, Kind, wir hätten dich lieber, also mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Das bedeutet, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. In Ordnung wärst du, ganz lieben würde ich dich, wenn du meiner Erwartung entsprechen würdest. Und das ist eine Verletzung, die wir in uns herumtragen, ein Leben lang. Mit der Idee, dass wir nicht gut sind. Und deshalb nehmen wir auch alles persönlich. Anstatt zu sehen, wenn uns gesagt wird, wenn du auf dem Rad fährst, dann hab doch nicht so ausgestreckte, blockierte Arme. Statt zu sehen, das ist eigentlich etwas, das uns ermöglichen würde, dass das Fahren besser geht, wir nehmen es persönlich und wir denken, oh, ich entspreche einer gewissen Erwartung, einer gewissen Vorlage nicht. Entsprechend, weil ich dieser Vorlage nicht entspreche, bin ich nicht gut. Ich bin eine schlechte Person. Und das macht uns das Leben schwer. Und dann meinen wir, dass wir uns verbessern müssen. Wie oft hört man das? Verbessern müssen. Wir müssen daran arbeiten, und zwar hart. Wir müssen uns abmühen, ganz viel Mühe geben. Also, André Stern. Ich wollte nur angeschaut, das ist so viel leichter. Es ist alles schon da. Genau wie in der Meditation, wo es nicht darum geht, neue Zustände zu erreichen, sondern nur schon vorhandene Zustände von den dicken Vorhängen oder Wolken, die davor hängen, zu befreien. Diese Begeisterung, diese Energie, die uns erlaubt, Wunder zu schaffen, diese unglaubliche Energie, die ist da, die ist schon immer da gewesen, die kann man nicht erfinden, die kann man nicht erschaffen, folglich kann man sie auch nicht vernichten. Immer ist sie da, nur es hängen eben diese Vorhänge, es gibt diese Wolken davor und es geht nur darum, diese Vorhänge und diese Wolken zu lüften und dann sieht man diesen
inneren See. Denn diese Begeisterung ist wie ein innerer See, den wir immer in uns tragen. Und das Interessante ist, und das ist mein Versuch mit diesem Buch, anhand von vielen kleinen Geschichten, von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Erzählungen, ist mein Versuch in diesem Buch, diesen dicken Vorhang ein wenig zu lüften und uns zu ermöglichen, diesen inneren See, da ist nur kurz zu erblicken. Und wenn man den erblickt hat, kann man nicht mehr machen, als ob man ihn nicht gesehen hätte. Und das wird die Welt verändern. Also, er hat den Weg erblickt und das ganz zeitig in seiner Kindheit. Und ich kann es nur bestätigen, wenn man den Weg erblickt, dann hat man ihn erblickt und kann nicht mehr davon loslassen. Und es ist möglich. Und bitte verzeih mir, ich habe vorhin dann die Zwischenfrage übergangen. Verzeihung. Ja, Armin, wenn du am Mikrofon bist, kriegst du jetzt das Mikrofon. Schön, dass du da bist. Ja, passt schon, ist okay. Wenn man so im Redefluss ist, dann muss man einfach weitermachen, ne? Weil sonst geht das Ganze ins Stocken. Ich bin ja indigener Germane und bin jetzt mittlerweile über einen Kontakt, den der Raphael vermittelt hat, mit einem Cheyenne in Kontakt. Und der schickt mir auch ganz interessante Dinge, unter anderem auch, dass Finnland beispielsweise jetzt auf indigenem Weg ein neues Schulsystem etabliert hat. Ich weiß es noch nicht genaueres darüber, aber ich denke mal, das geht auch in diese Richtung. Ich werde mal diesbezüglich fragen. Bei mir wäre auf jeden Fall eines der ersten Fächer die Empathie. Ganz, ganz wichtig, dass die eben vorhanden ist. Und dann auch dieses Sehen ohne Augen. Und da tun sich Kinder ja unwahrscheinlich leicht. Also ich habe eine gute Bekannte, eine Freundin aus früheren Tagen, die mit ihrem Mann zusammen aus Russland ist, die halt hierher gekommen. Und die hat ihren Sohn, diesen Russen, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der eben dieses Sehen ohne Augen lehrt und zeigt. Der hat den unter seine Fittiche genommen und der kleine Bub, der Maxl, der ist dann Radl gefahren mit einer Brille auf, wo er also nicht links, rechts irgendwas sehen kann, sondern nur über das dritte Auge. Und dann fällt es nämlich ganz, ganz schwer, dass man diesen Kindern ein X für ein U vormacht. Also die lassen sich nicht mehr in das Licht führen. Und ich denke, das wären die ersten wichtigen Themen, die diese Kinder lernen müssten, damit sie einfach hier anders agieren können, weil das, was man uns in der Schule ja eher aufgetischt hat, das war ja eher kontraproduktiv. Also bei mir haben sie wirklich sehr, sehr versagt, weil ich schon immer ein bisschen anders war wie alle anderen. Aber ich denke, für die Allgemeinheit wäre das sehr, sehr, sehr wichtig. Und vor allem wird ja dadurch auch das Bewusstsein geschult. Und das geht nur auf diesem Weg, dass das Bewusstsein einfach weiter wird und größer. Und so mal so weit. Vielen Dank für deinen ausgesprochen netten Beitrag. Ja, also es geht natürlich genau in die Richtung, wie ich es auch vorher gesagt habe, Empathie, Einfühlungsvermögen, die Gedanken, die Gefühle der anderen wahrzunehmen. Und ja, ich kann das nur bestätigen, zu sehen mit dem dritten Auge. Wissen zu erlangen, ohne zu lernen. Wissenszugang, ohne Technik zu benötigen. Das wäre ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil wir haben ja Beweise, dass das funktioniert. Wenn wir die Veden anschauen, also die alten indischen Schriften, dann haben ja die Wissen, was wir heute in der Quantenphysik und so bestätigen, gehabt, dass sie empirisch nicht beweisen konnten. Sie konnten es nur aus diesem Wissens erlangen, ohne Technik und ohne aus dem dritten Auge, ohne irgendwo jemanden auch zu haben, der es ihnen weitergegeben hat. Thomas, ich kenne eine Schülerin, 8 Jahre, die ist wirklich sehen ohne Augen. Und ich kenne einen Herrn, der ist von Geburt ab an blind, ist ein kranker Mensch, fährt aber mal so eben 30, 40 Kilometer Fahrrad, blind. Und das macht er ganz toll. Und das ist Realität. Einmal nur das am Rande. Ich habe gesehen, der Jenne und der Marc wollte sich auch noch einbringen. Vielleicht hast du noch ein Zeitfenster. Wir können heute bis 23 Uhr maximal überziehen.
Ja, gerne. Machen wir die Fragen einfach gleich weiter, weil es kommen ja wunderschöne Beiträge. Vielen lieben Dank, Klaus. Also, das wären aus meiner Sicht geeignete Potenzialentfaltungscoaches. Das sind ja Leute, die es wissen. Und die sind nicht so leer wie die Lehrer. Gerne die nächste Frage. Der Marc und dann der Jenne. Guten Abend, Marc. Guten Abend. Ich habe das nicht ganz verstanden. Die Frau, die diese Homeschooling macht, clara.org? Klon Lara. Cäsar, Ludwig, Otto, Nordpol, Ludwig, Anton, Richard, Anton. Chandra Montgomery heißt sie. Klonlara.org ist die Homepage. Dankeschön. Und dann gehen wir direkt weiter. Ich glaube, der Jenne war der am Flackern mit dem Mikrofon. Dann bitte dein Mikrofon. Ist nicht wahr. Gut, dann passt. Und Marc, nochmal kurz. Ja, ich hab mich so enttäuschen lassen vom Bildungssystem. Ich habe dann einen Englischlehrer gehört. Der hat dann zu mir gesagt, pass auf, also vor der Klasse, da gab es einen Versager in den USA. Und der hat die Mikrowelle erfunden. Der hat also praktisch jede Schule nicht bestanden. Der hat so lange dann in seinem Leben nicht aufgehört, die richtigen Fragen und Forschungsantriebe zu bekommen, wo die herkömmliche Meinung nicht weiterbildet, bis er ein Snickers in der Tasche zum Schmelzen gebracht hat. Und der ist der für die Menschheit der Erfinder der Mikrowelle. Und man sagt, hat er gesagt, der hat jede Schule hat der nicht bestanden. Na, und der hat dann nicht aufgegeben. Und so ähnlich geht es vielleicht vielen Leuten. Ne? Ja, die Mikrowelle würde ich mich freuen, wenn es die gar nicht existiert. Also ist ein anderes Thema. Aber Thomas, für dich dein Mikrofon. Na, man sieht an dem Beispiel natürlich wunderschön, wie, um Neues zu erdenken, es erforderlich ist, dass man frei denken behalten hat und sich nicht in diese, naja, Durchkommwelt komplett aufgegeben hat. Und insofern ist das schon ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und wir sehen ja immer wiederum, dass Leute, die in der Schule vielleicht gar nicht so gut sind, dann sehr, sehr erfolgreich und wirklich schöne Projekte machen. Ja, das Beispiel ist unheimlich gut. Ich meinte das ja auch nur, das Beispiel ist sehr gut, Thomas, oder auch Wale. Jedoch die Mikrowellen selber an und für sich ist ein anderes Thema. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber zu der Zeit ein gute Idee und man sieht ja, heute hat ja leider Gottes fast jeder eine Mikrowelle. Ja, ich meine kurz Mikrowelle, weiß nicht, es ist halt zu wenig Forschung auch dazu vorhanden und was aber bewiesen ist, ist, dass es das Molekularsystem zerstört und vor allem von Eiweißketten haben wir so weghängende Atome, wie man es bezeichnet, und die verändern dann ihre Winkel. Das hat man bewiesen in den Molekülketten, aber das geht jetzt einfach wirklich viel zu weit weg vom Thema Schule, glaube ich. Absolut. Ich glaube, wir sollten da vielleicht zurückkommen und wenn wir uns überlegen, was soll Schule überhaupt können, ja, dann haben wir eigentlich eine Situation auf der Welt geschaffen, die uns das möglich machen müsste. Also jeder, der heute arbeitet, ist 1000-mal so produktiv wie vor 100 Jahren. Wir können sozusagen unter Anführungszeichen die Maschinen für uns arbeiten lassen und den ganzen Tag am Strand gehen oder Skifahren oder Bilder malen oder was uns halt sonst an kreativen Dingen nahe liegt. Das wäre ja ein schöner Menschheitstraum, den wir uns ja fast erfüllen könnten. Ne? Wenn man nur mal die Woche umdreht und sagt, ja okay, 2 Tage Arbeit reicht und 5 Tage frei, aber immer mit genügend Geld, damit man das auch gestalten kann dann, ja. Das, aber es gibt diese Idee, die ich da jetzt anspreche, schon viel, viel länger, das ist nichts Neues. Ja? Wir haben da eben gerade für Kinder ist auch sehr schön aufbereitet, und zwar nennt sich diese Dame Pippi Langstrumpf. Und da haben wir ein Lied vorbereitet, wo sie das schön zusammenfasst, was es heißt, das zu machen, was einem gefällt.
Ja, vielen lieben Dank, Pippi. Du erklärst uns das sehr, sehr genau, wie das funktioniert. Und das wollen wir gerne von dir lernen. Was wollen wir wirklich? Wofür will ich mich vorbereiten? Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal Werbung machen für mein Buch Go to Elysium Now, weil da steht nämlich genau das drinnen, was ich mir denke, was man nicht alles an Ideen und Gedankenwolken in die Welt schmeißen kann, um in weiterer Folge in irgendeiner Art und Weise die Welt zu machen, wie wir sie gerne haben möchten oder wie ich. Oder es sind ja nur mal Anregungen. Ja, wir haben das jetzt in der Sendung schon live erlebt, wie sich das potenziert, wenn da mehrere Leute ihre Gedanken und ihre Erfahrungen einbringen können. Ja, aber in dem Buch, da gibt es halt zum Beispiel Themen, ja, wie können wir die Zellteilung forcieren? Der persönliche Ausdruck ist ein Thema, was ich eben auch als neues Fach vorgeschlagen habe. Oder entsteht Glück durch Besitz oder durch Verzicht? Das sind ja zwei unterschiedliche Sichtweisen im Osten und im Westen. Ja? Und wo kommt das Glück her? Dann ist die Materie Geist? Ja, also wenn man nach den Veden uns das anschauen, dann ist es sehr wohl so, dass die Materie Maya ist, die Illusion. Und die Physiker bestätigen uns das, dass also die ganze Materie eigentlich nichts anderes ist als Energie, als Geistesenergie. Und die haben das damals schon gewusst und heute kriegen wir die Bestätigung. Und da gehen wir jetzt dann auch in weiterer Folge in der Sendung weiter, dass wir dann die Bestätigung durch die Wissenschaftler, durch den Philosophen und durch den Hirnforscher dann näher anschauen. Also das, was wir erahnen und was wir uns wünschen, bestätigen die ja. Ja, in meinem Buch gibt es noch ganz andere Themen, dann eben ja, Vegetarismus, ja, warum macht es Sinn, Vegetarier zu werden, wie glücklich könnte man da mit sein, dass man sich da rauskriegt aus diesem unnötigen Töten, wobei man es nicht absolut betrachten möchte. Also ich möchte es nicht absolut betrachten, wenn ich jetzt irgendwo, sage ich mal, in Grönland sitze im Winter, könnte es ja sein, dass es notwendig ist. Also aber Auswüchse davon sind vielleicht überdenkenswert und wir könnten einfach auch ungefähr 50 Mal so viel Leute ernähren mit dem, weil wir es direkt essen, statt der Umwegrentabilität. Also wenn man eine Kuh mästet, dann frisst sie ungefähr 50 Mal so viel, bis man ein Kilo Fleisch hat an Nährwert, als würde man das Essen gleich selber essen. Also wir könnten die Welt ganz leicht ernähren, wenn wir es richtig tun würden. Das will ich damit sagen. Wir könnten das ganz leicht verteilen. Und eine Milliarde mehr oder weniger wäre völlig irrelevant. Aber gut, diese Themen und noch viel, viel mehr, ja, sind in dem Buch Go to Elysium Now. Und der Blog dazu ist gotoelysium.blogspot.com. Würde mich sehr freuen, wenn wir da vielleicht in irgendeiner Art und Weise Gedanken in die Welt bringen, schaffen damit über dieses Medium. Aber zurück zur Schule. Verzeiht mir den Ausflug zur Selbstwerbung. Aber ich bin natürlich gern wieder weiterhin für Fragen bereit. Wir haben jetzt dann in weiterer Folge die beiden Herrschaften, die wir vorher schon kurz angesprochen haben, die uns viele verschiedene sehr, sehr schöne Gedanken mitteilen können. Als nächstes beginnen wir dann bei dem Video bei 10 Minuten 37 Sekunden. Und diese beiden sind also sehr präsent im Internet und man kann viele Videos und in Talkshows werden sie eingeladen und so von ihnen sehen. Und sie sind wirklich, wirklich unglaublich bewandert und haben wirklich verstanden, wie wir die Lerneffekte umsetzen können. Und darum geht es mir. Wir brauchen Ansätze und wir haben jetzt viele, viele Ansätze in der Sendung schon angerissen und Ideen in die Welt geschleudert. Auch eure Beiträge haben dazu enorm beigetragen. Vielen Dank nochmal dafür. Und so möchte ich gerne jetzt in weiterer Folge immer wiederum die Gedanken der Wissenschaftler und dann Diskussion dazu, wäre schön, oder ne? Das wäre vielleicht auch so eine Interaktion mit Leuten, die wirklich
scheinbar ausgezeichnet wissen, wovon sie reden. Und dann bitte. Soll ich es abspielen oder der ja. Marc wollte noch was sagen oder danach? Naja, können wir jetzt noch machen, okay. Marc, dein Mikrofon. Und wer noch? Wer möchte noch was sagen? Mal kurz flackern mit dem Mikrofon. Dann haben wir jetzt nur den Marc dran. Marc, bitte. Ja, hitzefrei, school out forever. Das war bei, mochte ich sagen, politisch, bei kannst du die Jugend gewinnen, teilweise. Ich habe dann aus eigener Erfahrung jetzt versucht, irgendwas staatlich zu machen und habe dann telepathische Anrufungen erlebt von Kindern, die so verzweifelt sind, dass ich gesagt habe, pass auf, wenn du mir die Schule ersparst, mache ich bei dir mit. Ich möchte an der Stelle mal öffentlich sagen, ich kann das nicht machen. Also ich bin selbst irgendwo betagt. Das mit dem staatlichen Versuch war ein schöner, feiner Zug vielleicht. Aber im Großen und Ganzen, selbst wenn ich erfolgreich wäre, eine Schulpflicht kann ich nicht lösen. Aber das habe ich erlebt. Ich habe Kinder erlebt, die haben mich verzweifelt angerufen, telepathisch. Du Marc, wenn du da den Chef machst in der Bundesrepublik und die Schule abschaffst, ich mach mit, ich kann nicht mehr. Also die tun mir eigentlich ein bisschen leid. Ja, und ich sehe, der Germane möchte, glaube ich, auch noch was sagen. Ja, ich gebe dir gleich das Wort, Thomas. Germane, war das richtig? Okay, dann nicht. Thomas, bitte. Ja, also vielen Dank für deinen Beitrag, Marc. Die Schulpflicht, die du angesprochen hast, ja, ich habe das selber erlebt, auch bei Conlara und so, dass viele aus Deutschland extra ihren Wohnsitz gewechselt haben nach Österreich, um dem zu entgehen. Und das ist natürlich schon recht aufwendig. In Österreich ist es so, dass wir keine Schulpflicht in dem Sinn haben wie in Deutschland, sondern eine Unterrichtspflicht. Das ist das, was ich vorher erwähnt habe, dass wir einmal im Jahr eine Prüfung an einer öffentlichen Schule ablegen müssen. Das ist sehr schwierig, weil es kaum Schulen gibt, die da Erfahrung haben damit. Und man muss halt einen Direktor finden, der einem das macht, ja. Wir haben da sehr großes Glück gehabt. Der Direktor, der uns das gemacht hat, war da offen dafür. Und also wir sind da hingekommen und die Kinder haben eine Stunde erzählt, was sie alles gemacht haben das letzte Jahr. Und dann sind sie mit ihrem Zeugnis wieder gegangen, ja. Also das ist halt, natürlich muss man sich da irgendwie durchlavieren durch diese Staatsgeschichten. Aber natürlich, wer zahlt, der schafft an und in dem Fall ist halt der Staat, der es anschafft. Aber lassen wir das jetzt vielleicht mal, die praktische Umsetzung, ein bisschen zur Seite und versuchen wir einfach die wirklichen Ideen und die freien Gedanken in die Welt zu bringen. Ja, weil wenn wir viele was wollen, wir sehen es ja jetzt in Frankreich, da wird dann Herr Macron immer mehr gesprächsbereit, sage ich jetzt mal. Und diese Masse, diese, und wir brauchen nicht 50% überzeugen, ja, es reicht die kritische Masse zu erreichen. Also das ist mir vielleicht jetzt ganz, ganz wichtig hier, das zu erwähnen, dass eine Meinungsbildung nicht demokratisch passiert, sondern eine Meinungsbildung machen einige wenige Pioniere, und wenn die es schaffen, die kritische Masse, die vielleicht so bei 8-10% liegt, ja, so wie wir sie jetzt auch bei den Gelbwesten zum Beispiel sehen, dann bewegt sich automatisch das Ganze. Und da wollen dann die anderen alle dann dazugehören, sobald diese kritische Masse, bezeichnet man das, erreicht wird. Und da können wir jeder Einzelne wirklich sehr, sehr viel dazu beitragen. Vielleicht schaffen wir es mit der Sendung ein bisschen. Ich spiele ein, heißt das? Okay, wenn niemand mehr was sagen will, dann, ne? Ich war jetzt so ein bisschen unsicher, ob ich. Sieht so aus, als der Marc noch einmal, aber ansonsten ist alles gut. Also spricht jetzt der Philosoph, der heißt, Moment, wie heißt er? Der David Brecht. Genau, Richard David Brecht, und der Gerald Hütter ist der Hirnforscher. Aufrechterhalten können. 5-10% eines Jahrgangs je nach Region verlassen die Schule ohne irgendeinen Abschluss. Die meisten von denen werden anschließend Hartz-IV-Empfänger. Wenn man sie frühzeitig coachen würde, durch Potenzialentfaltungscoaches, wenn sie schon im Kindergarten früh gefördert wurden, wenn man auf sie eingeht,
Zum Beispiel, weil sie aufgrund ihres Migrationshintergrundes nicht entsprechend Deutsch sprechen können und von daher Frustrationserfahrungen sammeln, statt aus Begeisterung zu lernen. Wenn man diesen Kindern von Anfang an Chancengerechtigkeit widerfahren lässt, indem man sie dort abholt, wo sie stehen, dann müsste man sich um die Verteilungsgerechtigkeit, nämlich den Ausgleich dann später von Steuereinnahmen Hartz IV zu bezahlen, eigentlich gar nicht mehr leisten. Also mit anderen Worten, Hartz IV ist eigentlich so etwas wie eine Entschädigung für nicht gewährte Chancengleichheit. Richtig. Und das kann sich keine Gesellschaft leisten. Und diese Kinder haben natürlich, in jedem Kind steckt so ein Potenzial drin. Jedes Kind ist auf seine Weise hochbegabt. Und nur unser komischer Bildungsbegriff verwechselt die Fähigkeit, sich in diesem Schulsystem einigermaßen durchzuschlagen mit Begabung. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, jedes Kind ist hochbegabt? Das ist ja ein Satz, wo viele Menschen erstmal sagen würden, das ist ein frommer Wunsch oder das ist Esoterik, sowas zu behaupten. Aber Sie haben ja was Spezielles im Auge. Es gibt auch viel mehr, was Kinder können, als nur analytisch in der Schule irgendwelche Formeln zu begreifen. Das, was wir im Augenblick in unserer Gesellschaft für ganz besonders wichtig erachten und was wir dann auch mit diesem Begabungskonzept belegen, das sind ganz bestimmte Fähigkeiten, die aber bei Weitem nicht das sind und auch nicht die wichtigsten Fähigkeiten sind, die ein Mensch braucht, um sich später im Leben zurechtzufinden. Es gibt Kinder, die haben eine unglaubliche Begabung in ihrer Sensibilität. Die können ihren Körper wunderbar wahrnehmen. Es gibt Kinder, die können spüren, was in einem anderen vor sich geht. Die haben so eine Art Mitgefühl und die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Es gibt Kinder, die haben einen unglaublichen Ehrgeiz und wollen unbedingt etwas leisten. Also jedes Kind hat auf seine Weise etwas ganz Besonderes, was es mit auf die Welt bringt. Und Aufgabe von Schule müsste es doch nicht sein, die jetzt alle gleich zu machen. Ähnlich wie in diesem. Also, vielen Dank, Herr Hütter. Das Potenzial der Kinder, ja. Und die Schule ist natürlich schon auch mit Dingen, ich möchte kurz erzählen von meinem Sohn. Ja, der war ja nicht in der Schule bis die ersten 5-6 Jahre und hat da die Prüfungen gemacht. Dann hat er mal die Prüfung nicht machen wollen und dann ist er nicht hingegangen und dann ist er halt, hat er ein Jahr verloren dadurch. Und dann ist er in seiner Entscheidungsfindung halt so weit kommen, ja, naja, er möchte in die Schule gehen. Und er ist dann in die Schule und jetzt ist er so weit, er hat einen Zweier in Deutsch und sonst hat er Einser. Also er ist total glücklich, dass ich dann gesagt habe, er soll doch in die Schule gehen, obwohl er im ersten Moment nicht ganz so einverstanden war. Und also er hat fix jetzt die Idee, dass er EDV-Techniker werden will und dann hat er sich mit einer HTL beworben. Das macht er jetzt dann ab September. Und da ist er ohne Prüfung und was mit seinen Zeugen ist einfach rein. Also es entwickelt sich da jetzt schon dann schön langsam das, dass er sich überlegt, was er will. Er hat das alles selber eingefädelt. Ja. Und so ist er eigentlich einen Schritt weiter als bei mir gewesen ist. Ne? Also ich habe dann nach der 7. aufgehört und dann halt ne, naja, die Empfehlung angenommen, ja, wenn du jetzt nur von Duft und Liebe lebst, was eigentlich ganz gut funktioniert hat ein Jahr lang, weil ich bin sofort ausgezogen, wenn ich mit der Schule aufgehört habe, dann habe ich mir Untermietzimmer genommen, dann war ich 10 Jahre bei der Eisenbahn eben dann, weil meine Mutter eben gemeint hat, nein, ich kann jetzt nicht nichts tun. Okay, aber ich war Fahrdienstleiter dort und irgendwann habe ich die Nachtdienste nicht mehr ausgehalten und habe dann bei einem Olivetti-Fest auf der Donauinsel welche getroffen, die haben so CAD-Systeme, also Zeichenprogramme für Computer verkauft und die haben keinen gehabt, der da halt weitermachen wollte. Und ich, nach dem 5. Bier oder so, nein, mache ich das. Ne? Okay. Gesagt, getan. Irgendwann hat mir der Chef in die Augen geschaut und gesagt, sie haben keine Ahnung von Architektur, sie haben keine Ahnung von Bauingenieurwesen, sie haben noch nie einen Computer gesehen, sie wissen rein theoretisch von den Verkaufstrainings, wie es funktioniert, aber sie haben noch nie selber was verkauft. Wie wollen Sie den Job machen? Habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Haberl, also der Dr. Haberl war es, ich will. Und er hat gesagt, okay, dann machen Sie. Und das habe ich dann 20 Jahre gemacht, ne? Bis dann irgendwann gesagt haben, ja, die
20-jährigen Damen, die sind schon viel hübscher wie du jetzt mittlerweile und viel billiger auch, ja. Also, und das Wissen können wir eigentlich jetzt über die Zentrale verteilen, also so einen Handelsvertreter. Haben sie alle Handelsvertreter halt mal rausgeschmissen und so habe ich begonnen, Brücken zu verkaufen, Aluminiumbrücken. Ja, das habe ich jetzt einige schon platziert, ja, ein schönstes Projekt, ja, war eigentlich jetzt im Mai, habe ich 4 Brücken in Anger in der Steiermark installiert für einen Radweg, 34, 18 zweimal, also 34 Meter lang, 18 Meter zwei Stück und 12 Meter und die 4 Brücken haben an einem Tag eingehoben. Das war schon spannend, ja, keine Frage. Also das ist das, wovon ich eigentlich lebe und zusätzlich habe ich halt dann noch einen YouTube-Kanal, vor allem über Ayurvedisch Kochen. Und auch Yoga-Theorie, ja, also ich habe Yoga-Lehrerausbildung und Yoga-Meisterausbildung und ayurvedische Ernährungsberaterausbildung so mehr oder weniger zum Spaß gemacht. Wir haben schon mal da Yoga-Zentrum ein bisschen betrieben, aber es ist nie so gewesen, dass man da irgendwie Geld damit machen hätte können. Deswegen auch parallel dazu. Also so viel zu mir. Und da sieht man schon, also dass diese Schulabbruchsgeschichte das Erlebnis war, ja, bis heute ist so, dass ich halt eigentlich nur unter Anführungszeichen von Gelegenheitsjobs lebe, genauso wie ich es gerade gesagt habe, mein Gott sei Dank nicht von Hartz IV oder AMS, aber dort war ich schon mal. Jetzt, wenn es keine Fragen gibt oder Diskussionspunkte, oh, möchte wer mitsprechen, ne? Gern. Fragen wir nochmal, der Armin möchte was sagen. Armin, bitte. Na klar, dass das Ganze hier runtergeht. Also das, was du hier ja anbringst, das ist jetzt für mich ist es nichts Neues, weil ich das auch auf dem eigenen Leib erfahren habe, damals in der Schule. Wie das so ist, mich hat das so dermaßen gelangweilt, weil ich das eigentlich schnell erfasst habe und das aber so kompliziert erklärt wurde, dass es mir dann schon wieder unsympathisch wurde und ich dann einfach keinen Bock mehr hatte. Englisch habe ich gelernt, indem ich mit Amerikanern zusammen war, weil wir waren ja, damals habe ich in Augsburg gewohnt und da waren 3 US-Kasernen und da kommst du fast nicht drum rum, dass du da irgendwann mal einen triffst und da haben wir eben welche getroffen, das waren eben auch Jugendliche und das war eigentlich ganz lustig und ganz nett und da habe ich wirklich gut Englisch gelernt, viel, viel besser wie in der Schule. Meine Lehrerin, also die war eigentlich eine mit H, nicht mit 2E, die hat später auch aufgehört und wurde Heilpraktikerin, eine Heilerin. Ganz interessant, die habe ich später mal wieder kennengelernt, also wieder getroffen. Das war ganz witzig. Gerade bezüglich der Sprachen muss ich sagen, dass ja hier die Vera Brückenbiel, auch schon verstorben, wirklich sehr, sehr große Akzente gesetzt hat, wie man denn leichter Sprachen lernt. Und das funktioniert ganz leicht über Musik. Also ich habe angefangen, Spanisch zu lernen. Das habe ich ja schon länger mal im Blick. Und habe dann angefangen mit Besame, Besame Mucho. Das ist ja so ein altes Lied. Und wenn du dir da den Text dann einfach übersetzt, dann fällt es dir viel leichter, eine Sprache zu lernen. Und ich bekomme das, was ich da gelernt habe, nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe da angefangen, habe wieder aufgehört, weil da fehlt dann einfach die richtige Motivation, dass ich sage, ich mache da jetzt weiter, weil ich brauche es ja gerade nicht. Das ist ja wirklich nur aus Jux und Tollerei. Aber nur so im Hinblick bezüglich der Lernmethoden gibt es schon viele, viele, die den Weg aufzeigen. Aber es wird halt nicht verwendet, weil es ist ja in diesem System auch nicht gewollt, dass die Menschen das so schnell lernen und vor allem so schnell begreifen und vor allem, dass sie frei denken. Deswegen sage ich einfach, bevor wir noch weiter irgendwie in die ganze Problematik von dem Scheiß eintauchen, lass uns einfach was Neues machen und fertig. Ja, du hast schöne Punkte angesprochen. Über Lieder lernen ist sicherlich genau eine einfache Art und Weise, wie es auch Helen Doran eben zum Beispiel macht mit dem Early English for Children. Da werden auch Kinderlieder und so einfach gesungen. Ja, das ist also das Thema. Und Vera Birkenbiel hat ausgezeichnet Klavier gespielt zum Beispiel, ne, und hat ein unglaubliches musikalisches Talent gehabt. Und natürlich das Glück mit ihrem Vater Michael, der sie auf diesen Weg gebracht hat, den sie da dann so erfolgreich in
kommunizieren konnte. Also sehr, sehr schön. Danke, dass du die erwähnt hast. Das ist also jetzt wunderbar. Also Vera Birkenbill war meine Lehrerin für die Verkaufstrainings, ja. Und der Michael auch. Ja, also die beiden Herren, Richard David Brecht und Gerald Hütter, dann bei 23 Minuten 47 Sekunden, haben auch noch vieles einzubringen und können uns wirklich auch helfen, dass für die Leute, die halt heute Entscheidungen treffen, auf wissenschaftlich zu belegen und aufzubereiten. Und deswegen hören wir uns vielleicht einfach die nächste Sequenz an. Darf ich kurz? Du hast jetzt gerade Minute 23:47 gesagt. Bei mir steht 13 Minuten 10. Den haben wir noch nicht. Na, Verzeihung. Dann bist du ja da besser im Bild. Ja, du hast sicher recht. Ja, danke. Das nächste ist dann 23:47. Genau, danach starten wir mit dieser Segment. Und dann sage ich mal Band ab. Also wir bräuchten doch eigentlich eine Schule, in der jeder seine besonderen Begabungen und das, was in ihm drinsteckt, auch wirklich zur Entfaltung bringt. Das heißt, unsere antiquierte Vorstellung von Begabung, die sogar so weit reicht, dass manche Eltern glauben, dass ihre klugen Kinder nicht nur deswegen schlau sind, weil sie sich frühzeitig um sie gekümmert haben, sondern weil sie wahrscheinlich genauso intelligente Gene haben wie ihre Eltern. Da gibt es ja eine ganze Reihe von mythischen Vorstellungen, die jedem Biologen also eine Gänsehaut über den Rücken jagen bezüglich der Vererbung von Intelligenz oder von Begabungen. Dieses Begabungskonzept führt am Ende nicht dazu, dass unsere Schulen einen besonderen Ertrag bringen an besonders hochbegabten Schülern und Absolventen, sondern führt eigentlich dazu, dass wir das Schwarz und Weiß der verschiedenen Kinder zu einem Grau mischen, ja. Und am Ende nicht diejenigen belohnen noch mit Zensuren, die sich ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit, Originalität und vielleicht nicht auf den ersten Blick als nützlich erachteten Begabungen bewahrt haben, sondern diejenigen belohnen, die sich am besten angepasst haben. Ja, und stellen Sie sich das vor, was das für eine Gesellschaft wird, in der alle sich anpassen an das, was Durchschnitt ist, was im System verlangt wird. Wissen Sie, was das für eine Gesellschaft ist? Ja, das würde, die kann sich gar nicht mehr weiterentwickeln. Das würde doch bedeuten, dass das, was wir unter Begabungsförderung verstehen, das, was wir unter Begabungsselektion verstehen, einschließlich unseres dreigliedrigen Schulsystems, all das macht ja am Ende das aus den Kindern, was wir negativ immer dem Sozialismus vorgeworfen haben. Nicht, sondern eine Gleichmacherei, die auf die einzelnen Potenziale letztendlich ja gar nicht eingeht. Das heißt, leben wir eigentlich in einem Wahn bezüglich unserer freiheitlichen Förderung der Kinder? Das ist ein hartes Argument. Aber wenn man es ernst nimmt, entwickeln wir in der Schule nicht das, was wir bräuchten, nämlich Individualität, nicht dieses auch Eigenbrötlerische, auch dieses Leidenschaftliche, was in jedem einzelnen Menschen drinsteckt und was jeder Mensch braucht, damit er sich als einzelne Person später spürt, sondern wir machen aus allem so das Ähnliche, so wie so ein Obstgärtner, der alles auf die gleiche Länge zurechtschneidet, damit maximaler Ertrag herauskommt. Aber es geht nicht um Ertrag. Ja. Bildung ist was, was man nicht in Metaphern messen kann, die dann am Ende erfolgreich heißen. Man kann niemanden erfolgreich bilden. Mhm. Bildung ist etwas, was sich ereignet. Und das kann bestenfalls gelingen. Mhm. Und das hat unsere Gesellschaft, glaube ich, überhaupt noch nicht verstanden. Dass man Bildung nicht machen kann, sondern dass man nur einen Rahmen bieten kann, in dem jemand sich selbst bildet. In dem das gelingt. Also einen Rahmen bilden, in dem das gelingt. Wir haben da schon viel dazu gesagt. Ich möchte vielleicht noch eine Geschichte aus meiner Schulzeit. Ich habe ja mehrere Schulen erlebt, nicht wahr? Ist ja nicht so. Und da war eine Schule dabei, die mir da schon einen Rahmen versucht hat zu bieten. Ja, also im Endeffekt war das halt dann so, das war ein Internat und da waren 200 Schüler auf dem Berg oben und lauter Buben. Und vorher war ich aber in einer gemischten Schule und das war also schon sehr seltsam und für mich dann schwierig. Aber ich wäre dort geblieben, ich hätte nicht mit einem Fünfer in Latein die Schule verlassen müssen. Es war das Werkschule im Felbertal in Salzburg in Ebenau. Und da habe ich Schlosserei gelernt, hätte ich mit Matura mit Latein und
einen Gesellenbrief gleichzeitig abgeschlossen. Das war so damals, also das gibt es heute noch. Das ist also so eine Privatschule, die halt schon im Endeffekt auch teuer ist, ja. Also ich habe das ja damals nicht so begriffen, dass da eine enorme Investition auch dahinter steckt, aber da bin ich gern gewesen, ja. Das hätte ich gern fertig gemacht damals. Also es war eine besondere Schule. Und die Leute, die dort hingegangen sind, waren natürlich ja, aus ganz Österreich auch und von Unternehmern, von Tischlern oder von Funkberatern, wie das damals geheißen hat, die Rätsacks heute und also es waren Schlosser, ja. Im Endeffekt lauter gut situierte Menschen, ja, die da ihre Kinder gefördert haben. Also Rahmen, es gibt schon viel, viel, viele Möglichkeiten und viele Versuche, das Ganze noch in die Köpfe von Politikern hineinzubekommen, nur das, was wir da heute besprechen. Ja, es hat ja leider in der politischen Diskussion noch nichts Eingang gefunden. Ja, wenn die Ganztagsschule das Thema ist, kommen mir die Tränen. Ja, aber gut, es ist halt so. Und wenn jemand das sagen will nach meiner Geschichte, dann hören wir einfach bei den beiden Wissenschaftlern weiter, richtig vorschlagen. Dann spiele ich mal das nächste Band ab, habe ich richtig verstanden? Botschaft heißt, und die ist dann für viele natürlich ein bisschen unbequem, man kann im Hirn nachhaltig nur dann etwas vernetzen, neue Strukturen aufbauen, wenn es einem unter die Haut geht. Wenn wir davon ausgehen, wenn wir in der Pubertät waren und ich überlege, was habe ich im 8. Schuljahr gelernt? Also in dem Alter, wo ich mich das erste Mal auf dem Schulhof verliebt habe. Mhm. Dann kann ich mich an meine Verliebtheit auf dem Schulhof sehr gut erinnern. Das ist eine emotionale Erfahrung. Aber der Inhalt des Ohmschen Gesetzes oder die Goldene Bulle, vollkommen wurscht. Ja, die weiß ich vielleicht heute aus anderen Quellen, aber aus der Schulzeit habe ich sie nicht in Erinnerung, obwohl das Stoff 8. Schuljahr ist. Ja. Und es ist ja unglaublich, ich könnte ja von jedem Schuljahr könnte ich durchgehen, könnte den Schulstoff quer durch die Bevölkerung abfragen und sie wären erstaunt, dass im Grunde genommen fast nichts hängen geblieben ist. Hat man irgendwo schon mal gehört oder könnte man bei Günther Jauch aus 4 verschiedenen Antworten rausfinden, aber das ist ja keine Bildung. Ja, Bildung ist ja nur das, was mit Hilfe von Emotionen Begeisterung eben entsprechend ausgelöst hat und wirksam dadurch auch in mir geblieben ist und vielleicht damit auch übertragen gesprochen Teil meiner Persönlichkeit geworden ist und nicht Angelerntes ist. Richtig. Ich will. Also, sehr schön zusammengefasst, ne? Also, wie bilden wir uns? Nächstes geht dann weiter bei 27 Minuten und 30 Sekunden. Und diese Diskussion, die die beiden da führen, ja, die ist schon unglaublich tiefgehend und das ist was, was mich sehr freut. Wir haben in weiterer Folge vor, dass wir da einfach einige weitere Sequenzen, die ich vorbereitet habe, einspielen. Wir müssen nicht alle einspielen, ja, wenn wir sagen, es ist genug, dann ist genug. Die Berufung zu finden, ja, zu lernen, Systeme zu lernen. Es gibt schon so Talentetests und so, ganz umfassende. Ja. Die Kinder haben da mal das gemacht. Ich glaube, das hat einen halben Tag oder einen Tag gedauert und mussten 1000 Fragen beantworten und so. Also es gibt da schon Dinge und auch in den Schulen bemühen sie sich, ja, aber diese Frage bleibt eigentlich immer offen. Was will ich eigentlich? Bei mir war es dann so, ich 33 Jahre alt war, da habe ich mir dann nochmal überlegt, ja, jetzt bist du 33, also irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, was will eigentlich ich? Und da war dann meine Entscheidung eben, wie ich vorher erwähnt habe, Yoga und Ayurveda zu meinen Themen zu machen. Und diesen Themen bin ich auch treu geblieben. Also meine Kinder haben noch nie Fleisch gegessen. Ja, das ist für mich völlig, völlig unglaublich, ja. Vor allem, weil sie ja viel, oft die einzigen Vegetarier sind in großen Gruppen und so. Das ist so selbstverständlich, dass man davon perfekt leben kann und dass das herrlich schmeckt. Und die sehen überhaupt keinen Grund, von dem Weg abzuweichen oder mal was anderes zu probieren. Das ist für mich schon höchst erstaunlich. Ich meine, jetzt ist sonst doch 16 und 13. Das wird nicht viele Kinder geben, die in dem Alter völlig befreit sind,
und jede Zelle vegetarisch ist. Also wenn niemand diskutieren möchte, dann spielen wir einfach die nächste Sequenz ein, bitte. Ja, der Marc hat geflackert. Jenne, Germane, gibt's da noch? Okay, Marc, ganz kurz, bitte. Ja, ich mache unter den Artikel von Tiger Ray, mache ich dann das Zusammentragen, was wir jetzt gesagt haben. Also wir haben verstanden, Talent ist Gleichmacherei, habe ich zumindest verstanden, Förderung der individuellen Begabung. Danke dir. Und ich spiele dann das Band ein, Thomas, gell? Super. Noch viel entscheidender. Es wird immer deutlicher, dass es am Ende gar nicht auf das ankommt, was die Schüler in der Schule gelernt haben, sondern für die großen Karrieren, für die großen Leistungen, die wir in der Menschheitsgeschichte vollbracht haben. Wenn wir uns einfach mal die Biografien von einigen Leuten anschauen, wird doch deutlich, die haben das zustande gebracht, obwohl sie in der Schule waren. Manche sagen das sogar so offen. Also, das war die Bestätigung, ne, Marc? Hab nicht ich sagen müssen, dass der ist gescheiter wie ich wahrscheinlich, also zumindest zu diesem Thema, die ja, Hirnforschung und die Psychologie und die Kognition und also das ist natürlich schon eine Wissenschaft, die der besser im Griff hat als ich. Ja, ich danke schon. Na, die Koryphäen und Genies, ich weiß jetzt nicht, wo ein Viktor Schauberger in die Schule ist, wo ein Einstein in die Schule ist. Ich denke, das zeigt dann das Leben. Das ist auch interessant, sich mal auszuleben über dem Thema Musik und Schule. Da habe ich einen Beitrag, ich weiß nicht, ob ich die Adresse nennen darf. Das ist Another Brick in the Wall von Pink Floyd, School Out Forever oder Hitzefrei Festival, High School, Hurra, Hurra, die Schule brennt und oh shit, Frau Schmidt, darf ich die Adresse nennen? Also von mir aus gerne. Das ist hitzefrei.cracker.info, da habe ich einen Artikel zusammengestellt mit Musikern, die die Schule auch nicht so mögen. hitzefrei.cracker.info. Na, vielen Dank für den Tipp. Ja, wir haben auch noch ein Lied dann vorbereitet, Nie mehr Schule von Falco, das haben wir uns für den Abschluss aufgehoben. Also, dass es da noch viel, viel mehr gibt, das ist schon auch ein Zeichen. Jetzt müssen wir dann halt Lieder machen, wie die Schule dann sein soll, die wir haben wollen. Und ja, ich glaube, das Beste ist, wir gehen dann nach Minute 29, 43 und fragen nochmal die beiden, was die meinen. So, bin gerade angekommen bei 29:43, Player frei und wir sind gut im Timing. Ich war ja kürzlich in diesem Kanzlerdialog bei der Bundeskanzlerin, da gab es ja diesen Bürgerdialog, wo sich jeder melden konnte. 90% der Zuschriften, die da irgendetwas zum Thema Bildung gesagt haben, beziehen sich auf Schule. Alle Welt denkt, Bildung findet nur in der Schule statt. Das stimmt doch gar nicht. Bildung findet jeden Tag statt. Und wahrscheinlich finden die wichtigsten Bildungsprozesse in diesen Gemeinschaften, in den Kommunen, in den Familien und an der Arbeit statt. Da, wo Menschen zusammenkommen. Schule ist eine besondere Form. Und meine Prognose für die Schule wäre, es wäre günstig, wenn sie nicht mehr so eine hohe Bedeutung hätte. Dann wäre es auch für die Lehrer leichter. Also sie könnte... Dann wäre es auch für die Lehrer leichter. Hm, ganz genau. 31:53 ist dann das nächste Klaus. Ja, die Lehrer sind nämlich auch unzufrieden. Zumindest viele. Also manche vielleicht nicht. Oder wenn sie es dann 30, 40 Jahre machen, sind sie halt gewöhnt und dann haben sie ja eh schon wieder eine Perspektive da, dann, dass sich mal was verändert. Und da ist das, was hinter ihnen bleibt, dann nicht mehr so wichtig. Aber gerade die Ambitionierten und die vielleicht Jüngeren oder Junggebliebenen, die möchten, glaube ich, gern da jetzt mitsprechen. Ja? Schauen wir, was die Wissenschaftler weiter sagen, wenn niemand reden möchte. Der Jenne ist, glaube ich, da. Guten Abend, Jenne.
Ja, schönen guten Abend. Ja, also ich habe spannend erstmal zugehört und habe da schon ein paar Punkte sozusagen. Erstmal so gerade eben noch, ja, man lernt ja nie aus, ne? Man ist ja, sein ganzes Leben ist quasi eine Lehre. Und also für uns Kinder oder für die Kinder fand ich das immer komisch. Also, ne, die Kinder sitzen in der Schule, haben 7 Fächer und haben 7 Lehrer. Ja, aber es gibt keinen Lehrer, der einem alles beibringen kann. Und die armen Kinder müssen da sitzen und sich den ganzen Tag mit diesen ganzen Sachen ja, rumärgern und auch das aufnehmen können, was da so kommt. Und dann gibt's dem halt noch dieses Wort Unterricht, was ich mittlerweile als nach unten richten, also erkenne und verstehe, dass das alles so gar nicht durchkommt. Und als nächstes sehe ich das überhaupt als das Problem an, dass die Kinder, also die Gleichschaltung der Schule, wo die Kinder ja alles haben von Geburt an, ja, und diese freie Entfaltung, die den Kindern genommen wird, ne, wenn man mit Kind, also 5, 6 Jahre alt durch die Weltgeschichte läuft, dann ist es noch total frei und kann zu allen einem was erzählen, wenn man sowas oder was erkennt. Und ja, dann kommt die Schule und die Gleichschaltung und dann wird das alles genommen. Und das geht so weit, also in meiner Geschichte heißt es dann in der 5. Generation dumm gezüchteter Lemminge. Und umso mehr man Einsen geschrieben hat in der Schule, am besten noch Abitur und studiert hat, war man in Wirklichkeit am weitesten von sich entfernt und quasi am dümmsten, weil man ja nur das auf sein Wissen beschränkt war, was in der Schule alt gelernt wurde. Und ja, das ist dann noch viel schlimmer. So wurden dann ja auch die Ingenieure geschaffen oder die Wissenschaftler, die das dann ja alles vorgegeben haben und die Welt so gemacht haben, wie sie heute ist und wie wir sie vorfinden. Und ja, also das Thema geht eigentlich komplett durch. Und ja, es ist ja sehr komplex und schon verrückt, was dieses Schulsystem mit uns gemacht hat und aus uns gemacht hat. Ja, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich merke, das ist halt natürlich sehr traurig, ja. Und andererseits möchte ich jetzt ganz kurz nochmal auf den Lehrer eingehen. In Indien ist es der Guru, also der spirituelle Lehrer. Wobei Guru heißt ja von Dunkelheit ins Licht. Und es ist schon ein großer Segen, einen Lehrer zu haben. Und einen Lehrer zu finden, einen Lehrer anzunehmen. Und das habe ich halt damals dann mit diesen 33 Jahren gemacht, habe mir Swami Shivananda als meinen Lehrer ausgesucht und habe gesagt, okay, auch wenn mir manches nicht passt, was du da so daher plapperst und so, ne, also schau auf deinen rechten Zeh, wenn du dann einer Frau vorbeigehst und damit es nicht in die Versuchung kommst und red nichts und trink keinen Alkohol und rauch nicht und dies und das und jenes und gibt schon allerhand noch viel, viel mehr, was der da alles meint, das sinnvoll ist für die spirituelle Entwicklung, was man nicht so super leicht umsetzen kann. Und trotzdem habe ich dann gesagt, okay, es ist meine Entscheidung, weil wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, ja, was war in den 33 Jahren, was war mir da wichtig? Und da ist dann immer mehr weggefallen von allem, was ich so mal gedacht habe. Und irgendwann ist nur mehr übrig geblieben, so der Yogakurs, wo ich 19 Jahre alt war. Da war ich mal in einem Yogakurs für Anfänger, 4, 5 Mal. Und dann habe ich mich für einen zweiten angemeldet. Und beim ersten Mal, wie ich hingegangen bin, habe ich dann so, hey, 2 kleine Bier getrunken. Und ich habe halt überhaupt nichts zusammengebracht in der Yogastunde. Und bin ich nimmer mehr hingegangen. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Jahr lang oder so fast jeden Tag das, was ich in den 5 Stunden dort gelernt habe, gemacht. Einfach praktiziert. Und da habe ich die Erfahrungen gemacht, was es bewirkt. Ich habe nicht gewusst, wieso und ich habe nicht gewusst, wie es geht. Und ich habe nur einfach diese paar Dinge einfach gemacht. Und dann habe ich verschiedenste wunderschöne tiefe Entspannungszustände erleben dürfen. Vor allem in der Endentspannung, mal im Sommer, das möchte ich gerne jetzt erzählen. Ich meine, ich bin in Wien in einer Stadt aufgewachsen. Wir haben ja nicht so viel Insekten und so Kontakt gehabt.
Obwohl es schon noch so Maikäfertrauben gegeben hat um die Lampen und so. Aber die Endentspannung war dann doch immer das Entspannende. Und da bin ich gelegen und plötzlich ist eine Biene hergekommen. Ja, was machst du jetzt? Eine Biene kommt her. Du liegst da und willst dich jetzt entspannen und willst dich nicht bewegen und willst nicht aufstehen und nicht gehen. Jetzt kommt die Biene daher. Okay, Biene. Nein, ich habe halt weiter entspannt. Dann landet die Biene auf meiner Haut und es war warm im Sommer. Und ich habe so Schweißtropfen kleine gehabt. Und sie hat diese Schweißtropfen als Nektar aufgezogen und ist wieder weitergeflogen. Und das war so ein schönes Schlüsselerlebnis für mich, dass ich jetzt auch gerne hier erzählt habe. Und solche Dinge zu erleben und solche Dinge mit anderen auch zu teilen, ja, das ist sicherlich was ganz Besonderes. Also einen Lehrer zu finden, ist schon ein großer Segen. Ich würde vorschlagen, dass wir dann zu dem letzten Beitrag von den beiden Wissenschaftlern gehen, zu 41, 24 und dann in weiterer Folge 31, 53. Na, 41, 24, das letzte. Okay, dann muss ich noch ein Minütchen haben, ein Minütchen, ein paar Sekunden. Aber dann würde ich doch gerne noch was als Lösung mit reinbringen, weil super. weil du diese Sachen da gerade erzählst und wir Kinder, du hast das ja vorhin erzählt, dass die Kinder ja alle unterschiedlich sind und das eine Kind kann besser, sage ich jetzt mal, lesen, das andere Kind kann besser schreiben, das andere Kind kann besser rechnen und da das freie Lernen halt mit einbringen, so dass ne, jedes Kind da unterstützt wird, was es eben halt gut kann und wenn das dann ist und der Spaß da im Vordergrund steht und das freie Lernen läuft, dann ist dieses ganze Neben, also dieses Lernen ein Nebenprodukt von dem, ne, wenn es das tut, was es gerne mag. Und die anderen Sachen fliegen den Kindern einfach nur so zu. Und jedes Kind kann individuell bei sich bleiben und auch die volle Empathie entwickeln. Ja. Ja, genau. Und das Schwierige ist natürlich, wie ich es vorher erwähnt habe, diese Entscheidung zu finden, was ist denn die Begabung, wo steckt das Talent? Und das kann der Potenzialentfaltungscoach, der Außenstehende oder der mit mehr Erfahrung oft wesentlich früher erkennen und dann forcieren, als eben das Kind selber, das abgelenkt ist durch tausend andere Dinge. Vielleicht als Beispiel, meine Tochter hat immer ungefähr, naja, ich würde mal sagen, mindestens dreimal so laut geschrien wie der Bub, ja. Und die ganze Babyzeit hindurch, die war einfach dreimal so laut, die hatte ein Organ gehabt, unglaublich. Ja. Und so habe ich mir halt gedacht, okay, Talent, Blären, da könnte man doch vielleicht eine Tugend draus machen. Ich habe dann versucht, sie in diese Richtung zu fördern und habe ja, sie dann so geschickt so in ein Studio zu einem Gesangslehrer und so, und sie soll so ins Mikrofon reinplayern, und das hat ihr richtig Spaß gemacht, ja, sie war 5, 6 Jahre alt und so, und sie hat dann einen eigenen YouTube-Kanal begonnen zu tun, und das war genau ihr, und da hat sich da in einer wunderschönen kindlichen Art und Weise in diese Richtung entwickelt. Also dieses Talent, das sehr, sehr unterschiedlich ist, zu fördern und zu erkennen, die Kinder nehmen das schon sehr, sehr gerne an, wenn man da versucht, sich hineinzufühlen in den anderen. Ich bin startklar. Na, dann machen wir noch mal die beiden Herren und dann Richtung Ende, okay? Was wir aus dem Beispiel mit den Kindern lernen können, ist, dass wir nicht nur einen völlig veralteten Begabungsbegriff nachhängen, sondern dass unser ganzes Bildungssystem aus Vorurteilen besteht, die eigentlich den modernen Erkenntnissen der Hirnforscher, der Entwicklungspsychologen einfach nicht mehr entspricht. Aber etwas Neues dagegen zu denken, was Humboldt schon versucht hat, was die Reformpädagogen versucht haben, bleibt nach wie vor eine der schwersten Aufgaben überhaupt. Und wahrscheinlich ist es so, wie Schopenhauer mal gesagt hat, jedes Problem durchläuft bis zu seiner Anerkennung 3 Stufen. Zuerst wird es verlacht, dann wird es bekämpft und am Ende
gilt es allen als selbstverständlich. Und ich denke, auch unsere Vorstellung von Schule, von Lernen und von Bildung muss über diese Treppe gehen, bis sich tatsächlich in der Gesellschaft etwas verändert. Ich danke Ihnen. Also, liebe Zuhörer, dann lacht mich mal bitte aus, oder nicht? Sind wir schon einen Schritt weiter? Das fühlt sich so an, ja, genau. Der erste Schritt ist schon hinter uns, super. Ja, also, es wird uns selbstverständlich werden, dass es eine Kreativitätsförderung als zentrales Thema für die Förderung der Kinder, dass die Begeisterung, die Lust am Wissen, die Lust etwas zu erfahren, neuen Dinge zu erleben, dass das in den Mittelpunkt kommt, dass wir zu einem offenen Anschluss an ein freies globales Wissenssystem finden. Mit dem Internet haben wir da eine wunderschöne Möglichkeit erhalten. Ja, kombiniert mit den regionalen Angeboten, wie ich es wieder erwähnt habe, in Schulen könnten ja dann auch persönliche Betreuungen stattfinden und größere Veranstaltungen, haben wir ja alle Möglichkeiten. Ein paar hunderttausend Leute können bei so Freiluftkonzerten dann oder Freiluftveranstaltungen, ne, in jeder Art und so direkt bedient werden. Also wir haben ja da mittlerweile Techniken entwickelt, die, wenn wir die Lernpsychologie einsetzen, diese schönen Media Mesh, diese großen Bildschirme dann dazu, da kann man schon ganz schöne Shows abhalten. Und so, vielleicht dann in weiterer Folge Mut für die Zukunft aufbauen, Mut rauszugehen, uns auszudrücken, Mut zu experimentieren und Pioniergeist in die Welt zu bringen. Das wünsche ich mir. Und vielleicht zum Abschluss noch ein Lied von Falco, ne? Nie mehr Schule. Ja, das sind wir wieder zurück und ich übergebe gleich den Thomas Ulbricht das Mikrofon, möchte noch mal einen kurzen Hinweis geben in eigener Sache. Morgen geht's hier bei OKITALK schon ziemlich früh wieder hier los, denn wir haben morgen einen Hanfvortrag hier. Er beginnt um 18 Uhr und nach dem Hanfvortrag gibt es noch ein Konzert, was wir hier übertragen wollen. Und ich bin da in Scheibs unterwegs und freue mich darauf und hoffentlich freut ihr darauf. Denn Hanf, das ist eine Heilpflanze und alles rund um CBD, Hanf und so weiter, morgen hier ab 18 Uhr. Und jetzt gebe ich dem Thomas Ulbricht mal das Mikrofon. Ich möchte noch gerne einen Schlussappell anbringen, ja. Also von der Verzweiflung von Falco, von der Schule, haben wir ja jetzt deutlich gehört. Aber aus dieser Verzweiflung, die damals bereits bestand und die heute sicherlich in alten Kreisen noch vorhanden ist, entsteht ein kreatives Bemühen. Und das möchte ich in den Vordergrund bringen. Die Kinder selbst nehmen es in die Hand. Sie streiken in vielen Ländern Freitag. Wenn auch kindlich ein wenig unbeholfen. Okay, sind ja Kinder, ne? Aber die Unterstützung von uns Alten, die könnte ergänzend ganz, ganz Großes bewirken. Und ich würde sagen, erweitern wir die angesprochenen Themen. Wir haben heute alles Mögliche angerissen, dass man auch jedes Einzelne wahrscheinlich eine Sendung machen könnte, wenn da mehrere Experten noch mitreden. Und die Kinder, die heute Freitag auf die Straße gehen, die haben auch ihren eigenen Song. Und mit dem möchte man gerne heute abschließen. Dürfen wir noch? For Futures. Dürfen wir noch eine Stimme vorher reinnehmen? Ja, Armin ist noch mal am Flackern. Einverstanden oder nicht? Also, ich würde sagen, gehen wir in Nachtalk. Wunderbar, Armin. Also Nachtalk hier und dann machen wir jetzt Schluss. Lieber, ich möchte mich aber noch bei dir bedanken, Thomas Ulbricht, natürlich ganz herzlichst. Das war eine tolle Sendung und ich habe mich richtig gefreut, auch für deine Zeit und deine Vorbereitung vor allem, den Inhalt so gut zu transportieren. Wir hätten heute sicher bis 3 Stunden erweitern können, denn einige Segmente haben wir ja noch gar nicht eingespielt, aber das war auch trotzdem, glaube ich, heute umfangreich und gut und zu lang ist ja auch nicht gut. Lieber Tiger Ray YouTube, bitte Tiger Ray mal eingeben
Und da kommt ihr. Miracoli, Miracoli, Yoga und Ayurveda, dort sind eigentlich meine ganzen Videos. Das sind 150 Videos oder 200, weiß nicht ganz genau. Auch von der Indienreise vom Vorjahr, von Kedarnath und Badrinath. Also das sind Dharmsziele für die Hindus. Das sind viele, viele Touristen, aber lauter Inder, man sieht ja keine Europäer. Und es ist in 4000 Meter im Himalaya, das sind schöne Eindrücke. Tausende Leute rennen darauf, ins Nichts. Danke. Ja, also hoffentlich seid ihr ein bisschen neugierig und geht mal zu seinem YouTube-Kanal. Ja, lieber Thomas Ulbrich, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir werden dich bestimmt wieder begrüßen dürfen und da bleiben wir ja eben Kontakt. Ich denke, du stehst dem offen. Vielen lieben Dank für dein Lob, Klaus. Freut mich natürlich sehr, wenn dir die Sendung gefallen hat. Ich hoffe, den Zuhörern gefällt es auch, was ich mache. Ich würde mich sehr freuen, natürlich auch über Feedback. Alles, alles Liebe für euch. Und verändern wir gemeinsam die Welt, ja. Dann sage ich auch Musik ab und wir treffen uns gleich im Nachttalk. Einen schönen Abend euch und morgen ab 18 Uhr geht es dann hier mit einem Fachvortrag los. Dankeschön, schönen Abend, gutes Nächte, guten Morgen. Das Band dürfte teilen. Da rechte Maustaste auf den Link gehen, ihr seid ja im Archiv. Einfach kopieren und weitersenden. Ist erwünscht. Und in dem Sinne, tschüss, Papa, ciao, ciao.